Whitney ist ein Radio für alle, die aufwachen wollen. Ohne Blatt vor dem Mund werden die Machenschaften der Dimps und der Cracks, der dunklen Kräfte hinter den Kulissen dargestellt, diskutiert und die Verschwörungspraxis aufgedeckt. Jeden Dienstag und Donnerstag von 16 bis 18 Uhr mitteleuropäischer Zeit hereinhören. Mehr unter wakenews.net. Für alle, die aufwachen wollen. Ohne Blatt vor dem Mund werden die Machenschaften der Dimps und der Cracks, der dunklen Kräfte hinter den Kulissen dargestellt, diskutiert und die Verschwörungspraxis aufgedeckt. Jeden Dienstag und Donnerstag von 16 bis 18 Uhr mitteleuropäischer Zeit hereinhören. Mehr unter wakenews.net.
News Radio für alle, die aufwachen wollen. Ohne Blatt vor dem Mund werden die Machenschaften der Dims und der Cracks, der dunklen Kräfte hinter den Kulissen dargestellt, diskutiert und die Verschwörungspraxis aufgedeckt. Jeden Dienstag und Donnerstag von 16 bis 18 Uhr mitteleuropäische Zeit hereinhören. Mehr unter wakenews.net. Ja, und ich sind Detlef von Wake News Radio. Ich begrüße euch hier zu unserer heutigen Sendung am 16.10.2012. Und diese Woche geht's heiß her. Ja, das werden wir spätestens am Donnerstag erfahren. Ja, aber wie es dann weitergeht. Hier sagt schon einer, grüezi, Detlef. Ja, grüezi zurück. Huhu, sagt einer, Detlef. Ne? Man kann hier nämlich mir auch Nachrichten posten. Zum Beispiel bei mir auf der Seite wakenews.net, Wake News Radio. Da hat es Chaträume, da kann man was reinschreiben. Ne? Oder aber man kann mir hier auch natürlich selbstverständlich unter der E-Mail-Adresse radio@wakenews.net, also ich sag's nochmal in einfachen Worten, radio@wakenews.net, ne, damit Sie alle verstehen, auch Informationen zu posten oder Fragen stellen sogar. Ne? Und wenn es was Persönliches ist, dazu schreiben, dann lese ich es nicht vor. Ne? Nehmen noch keinen Namen, ne, wenn es nicht ausdrücklich gewünscht ist. Okay, haben auch schon einige was zugeschickt, das werden wir im Laufe der Sendung durchgehen, aber ihr könnt es die ganze Zeit jetzt bitteschön machen. Ne? Und wie ich das immer gerne mache, am Anfang so ein paar Kleinigkeiten. Ich danke immer den Musikern, die uns hier die Musik zur Verfügung stellen. Ist ganz klasse. Heute hört man mal ein bisschen Punk. Ne? Zum, ja, wir haben lange nicht hier im Programm gehabt, auch klasse. Von der Gruppe Linksvortritt aus der Schweiz, aus Bad Ragaz. Ne? Haben sie da was reingeschickt? Und zwar, erstens hörten wir Big Brother. Ne? Und dann Zu spät. Ja, habe ich auch für mein Videosequenzen dafür genommen, also mein Ankündigungsvideo für die heutige Sendung. Und die hat es ja in sich. Ne? Denn wir haben ein heißes Thema, oder? Nämlich, wird jetzt die Schlinge zugezogen? Und was es damit auf sich hat, werden wir im Laufe der Sendung erfahren. Und wie gesagt, für alle, die neu mal hier reinschneiden, man hat auf meiner Seite die Möglichkeit, einen Player auszuschalten. Die laufen gleich immer automatisch an. Da kann man einen davon ausmachen. Die übertragen das jetzt parallel im Moment. Ne? Ansonsten schon unterschiedlich. Ne? Aber jetzt während der Live-Sendung immer, und bei der Wiederholung natürlich, immer das Gleiche. Das Gleiche. Das Gleiche würden jetzt die Schweizer sagen. Gell? So ungefähr. Mit der Tonalität. Ne? Ich bin ja Deutscher. Es ist schwierig, da Schweizerdeutsch zu sprechen. Das hört man gleich. Gell? Okay, das mal vielleicht so am Rande. Und was ich hier einstiegs gleich mal machen möchte, euch aufklären über etwas, was ich heute neu eingeführt habe. Wahrscheinlich gestern, eigentlich schon gestern Abend. Nämlich eine wichtige Information. Ja? Und zwar Hallo an alle Wake News Zuhörer, Zuseher und Nutzer, alle Freunde und Mitstreiter. Da ich leider meine Hauptwebseite, nämlich wakenews.net und wakenews.de nicht updaten kann seit dem 22.05.2012, als mir circa 15 Polizeieinsatzkräfte der Schweizer Polizei aus Basel als Rechtshilfemaßnahme sämtliche Sendekomputer, Hard- und Software, Datenträger und vieles mehr konfisziert und weggenommen haben, mit dem Vorwurf der BRD-Staatsanwaltschaft Lörrach-Freiburg. Ja? Ich hätte dem Geschäftsführer des Jobcenter Lörrach übel nachgeredet, was nunmehr auf das etwas unspezifischere beleidigt reduziert wurde. Ja, und da selbstverständlich kämpfe ich da um die Rückgabe und Gerechtigkeit und lasse mir meinen Mund nicht verbieten. Aber ich habe meine Sachen immer noch nicht. Es kostet nur eine Menge Kohle. Und aber ich habe noch nichts wieder zurück, kann also deshalb aufgrund der fehlenden Software zumindest, ne, Hardware okay, da würde man irgendwie eine Lösung finden, aber Software habe ich nicht und da ich die Software und die Datenbanken nicht habe, kann ich es nicht aktualisieren. Ja? Sonst zerstöre ich alles. Ja, das will ich nicht. Unsere Freiheit, unsere Rede- und Meinungs- und Pressefreiheit ist das höchste Gut, das wir verteidigen müssen. Daher leite ich gelegentlich auf eine andere Seite um und zwar heißt die wnradiotv.wordpress.com. um den Besuchern
Ja, vor allem diejenigen, die das nicht so im Kopf haben, die neu sind vielleicht auch, ne, die dann erstaunt sind, oh, das ist ja komisch. Ne? Damit die Besucher den Grund für die Nicht-Aktualisierung der Webseite von wakeness.net und wakeness.de kennenlernen. Also bitte mal etwas Geduld. Rechtzeitig zu den Sendungen leite ich dann sowieso immer wieder zurück auf die Hauptwebseite. Und deswegen immer mit der Bitte um etwas Geduld und in einigen Minuten immer mal wieder reinschauen, bis ich wieder umgeschaltet habe. Ja. Und da habe ich dann auch aufgelistet, wo man auch immer aktuelle Informationen sowieso finden kann, damit man auch weiß, ah, da gibt es also auch noch mehr. Na gut, ja. Ja, und das wollte ich nur noch mal schnell loswerden. Da dürft ihr euch ja so nicht wundern. Ne? Das ist einfach jetzt mal so ein bisschen, damit die Leute Bescheid wissen. Weil es ist ja schon sehr, sehr lange her, dass ich das, dass das Ding passiert ist. Und da kriegt man auch so einen Link dann zu den Hintergründen, wen es weiter interessiert. Ne? Und ich bleibe noch am Ball. Es kommen jetzt hier demnächst auch wieder neue Veröffentlichungen zu dem Thema. Muss ja auch sein. Ne? Oder? Gebt mir da recht. Jo, das mal das eine. Und dann haben wir natürlich, wie soll ich sagen, das heutige Thema. Ne? Und das heutige Thema ist natürlich hochinteressant, weil wir jetzt in einer ganz interessanten Phase uns befinden. Da sind wir ja alle, haben wir schon eigentlich die ganze Zeit immer schon drüber diskutiert. Aber jetzt sind wir, jetzt kommen wir tatsächlich dahin. Ne? Das ist nochmal ein Unterschied, ob man dann noch ein paar Monate, Wochen, was weiß ich, Jahre davon entfernt ist und jetzt aber jetzt langsam kommt es langsam hier auf uns zu. Und da habe ich also folgenden Artikel bei meinem Blog. Das ist der Hauptblog, wo ich immer die ganzen Nachrichten in der Regel zuerst also allgemeiner Natur poste. Das ist mywakenews.wordpress.com. Und dann habe ich natürlich noch andere Webseiten, wie zum Beispiel die Schuldnervereinigung.wordpress.com. Da kommen natürlich eher so Themen, was mit Finanzen und so zu tun hat. Und dann natürlich auch die Vereinigung gegen Ungerechtigkeiten, vogwakenews.wordpress.com. Okay, das sind Bandwürmer, aber es geht eben nicht anders, weil es sind ja alles kostenfreie Seiten. Ne? Ich konnte mir das ja sonst nicht leisten, noch zusätzlich ein paar Webseiten zu unterhalten. Also vogwakenews.wordpress.com, da kommen eben so Sachen, wo so Dinge diskutiert werden über Ungerechtigkeiten, die einem auffallen und so weiter. Ne? Und da habe ich natürlich noch musicwakenews.wordpress.com. Das geht da im Wesentlichen dann auch um den Bereich, der mit Musik, mit jungen Leuten, mit alles irgendwas allem Möglichen zu tun hat. Habe ich jetzt also angefangen, auch darüber zu berichten. Also immer irgendwo auch ein bisschen ein anderes Thema. Und natürlich die ganzen Videokanäle, die ich habe, wo man eigentlich auch in der Regel die letzten Sendungen dann hören kann und sehen kann. Ne? Weil ich ja eben keine Webseite habe, wo ich das alles unterbringen kann, zum Download anbieten kann, ne, sozusagen. Soweit bin ich nicht. Ich habe auch wirklich überhaupt keine Möglichkeit, irgendwelche Mittel, ja, also irgendwelche Gelder, Schuldgeld irgendwie zu haben, weil das ist ja nicht das, was man hat, ne? Wenn man gegen das System kämpft, kann man nicht mit dem System zusammenarbeiten. Das ist ein bisschen schwierig und deswegen habe ich da wenig Mittel zur Verfügung. Okay, also ich habe unter dem heutigen Titel "Wird die Schlinge jetzt zugezogen?" Folgendes dazu geschrieben. In der heutigen Sendung erläutere und diskutiere ich bei Wake News Radio, Wake News TV den bevorstehenden und erwarteten letzten Schachzug der Schattenmächte, die ungewählt und zumeist unbekannt die Fäden der Regierungen und Konzerne, Institutionen, NGOs, für diejenigen, die nicht wissen, was das heißt, Nichtregierungsorganisationen, dann auch der UNO und vieles mehr lenken und leiten. Das Hauptziel dieser Gruppierung, die Detlef die DIMS nennt, die dominante irrsinnige Minorität, ist es, die absolute Herrschaft über diesen Planeten zu gewinnen, alle Ressourcen zu kontrollieren, inklusive der menschlichen Ressource, dem Human Capital. Oder auf Neudeutsch, nee, auf richtig Deutsch, naja, auch nicht so ganz, aber gut, ungefähr, Humankapital. Ja? Das heißt, den Menschen. Oder die Menschen, die sie als ihr Eigentum, ihre Herde, ihre Sklaven ansehen. In dieser Phase werden über alle Register die Lebensgrundlagen von Mensch und Tier, von Lebensmitteln, Anbau, Wasser, Medizin, Atemluft, Frequenz, Umgebung, das heißt Strahlung, Wetter, Katastrophen bis hin zum Gewaltmonopol in Form von Polizei, Militär, Geheimdiensten und Sicherheitskräften
aller Art so gesteuert, dass es für die Menschen, die zumeist noch nichtsahnend sind und sich auf diesen Angriff überhaupt nicht vorbereitet haben, böse enden könnte. Ja, was es im Einzelnen damit zu tun hat, werden wir heute diskutieren. Ja, und wer da mir dazu auch noch seine Gedanken, seine Informationen und so weiter zusenden möchte, kann das gerne tun unter radio@wakenews.net. So, es ist ja so, dass ich auf dieser Webseite mywakenews.wordpress.com in der Regel dann auch das Video hochlade, dass man also da von der heutigen Sendung die Aufzeichnung hören kann und sehen kann. Es dauert natürlich immer ein bisschen, bis das Ding fertig habe. Macht auch alles ein bisschen Arbeit. Okay. Und das findet ihr dann auf dem Blog, da ich dann mit drin. Ja, irgendwann so im Laufe des späteren Abends wird das dort erscheinen. Ja, und auf dieser Webseite habe ich also ganz viele Links von Themen oder ja, von Informationen, die ich heute auch mit in die Sendung mit reinbringe, gepostet, ne? Also untergebracht, ne? Drauf gefriemelt, ne? Ist das auch ein deutsches Wort? Weiß nicht. Okay. Und kann man also dann da alles nachvollziehen. Vieles ist natürlich eben leider oder ja, ist eben auf Englisch, ne? Dass man also nicht, für jeden, der so das nicht so lesen kann, würde ich mal sagen, schwierig, ne? Okay, gut. Ja, ich würde sagen, also das sind die Dinge, die die Welt bewegen im Moment. Denn wir haben ja gewusst, dass es auf uns zukommt. Ja, es gibt viele Leute, die sagen, ach, ist doch Quatsch mit dem 21.12., stimmt alles nicht. Ne? Das ist längst widerlegt, Zeitrechnung stimmt nicht. Ne? Okay, das weiß ich natürlich auch nicht genau. Aber es gibt eine ganze Menge andere Leute, die sagten, das fing schon ein Jahr vorher, ne? Also am 21.12.2011. Ne? Auch das kann sein, mag sein. Und es gibt ganz viele Theorien und auch überzeugende Darstellungen von dem einen oder anderen, was jetzt richtig ist und was nicht richtig ist. Und da streiten sich die Geister, auch die aufgeweckten Geister, streiten sich da auch gerne darüber. Das mache ich gar nicht so. Weil es ganz egal ist, ob es eine Theorie hat, die richtig ist oder falsch ist. Was ich spüre und was die meisten spüren, ist, dass sich etwas bewegt. Und interessant fand ich folgenden Hinweis, den ich bei einem dieser Videos fand als Kommentar. Ja. Und zwar ein Video, was ich jetzt, glaube ich, nicht unbedingt da verlinkt habe. Da ging es aber im Prinzip auch so um Nachrichtenverarbeitung eben der Informationen aus dem amerikanischen Raum. Quasi so eine Art Witz, ne? Als Titel. Ne? Also eine Dame, die das da so reingeschrieben hat. Das finde ich auch immer ganz cool, wenn man es auch ein bisschen lockerer sehen kann und nicht alles nur todernst. Ne? Also ihr braucht hier bei mir keine Angst haben. Ne? Okay. Jedenfalls irgendwie so nach dem Motto, ein Aufstand, ein Silberbarren und Planet X gehen in eine Bar. Ne, nach dem Motto. Und damit hat sie ja nicht alles zusammengefasst, um was im Moment geht. Das heißt, die Erwartung von Gewalt, ne, die liegt ja in der Luft. Da diskutieren wir ja fast jede Sendung drüber. Und der Zusammenbruch des Finanzsystems, Schuldgeldsystems, ne, das Einzige, was dann auch irgendwie irgendwas wert sein könnte, ne, oder ist wahrscheinlich, ist irgendwas, was eben nichts mit Schuldgeld zu tun hat. Ne? Also nicht aus der heißen Luft einfach so geschaffen wird von einer Gruppe Bankster ohne irgendeine Deckung dahinter, weil sie eben ein Monopol haben darauf. Ne? Also heiße Luft ist nicht so viel wert. Es nutzt nur mal was, wenn man, ja, wenn es dann kalt ist. Ne? Aber auch nur kurzfristig. So, und dann, ich würde mal sagen, die interessante Sache, die natürlich auch für uns alle noch im Raume steht, was passiert, was kommt eventuell von außen auf uns zu? Nicht? Das ist ja ein Hauptthema auch hier bei mir immer in den Sendungen gewesen. Wer sich erinnert, schon im letzten Jahr. Ja, und da hatte ich einen Kommentar gefunden unterhalb dieses Videos. Da steht also die Ansicht von jemandem,
Ist euch das noch nicht aufgefallen? Ich übersetze das jetzt so ein bisschen auf inhaltlich. Ne? Ist euch nicht schon mal aufgefallen hier, dass sich inzwischen alle 18 Tage etwas ändert? Wir sind jetzt knapp an der Spitze der Pyramide angekommen. Das werden wir sein am 21.12.2012 nach dieser Aussage. Und wir sind dem totalen Chaos ganz nahe. Etwas ganz Großes wird passieren. Ja. Und er fragt dann natürlich alle, ob sie schon mal daran gedacht haben, auch die Überlegung eines Gottes, eines Schöpfers mit einzubeziehen. Ja, er nennt dort explizit, ob alle Jesus im Herzen haben. Okay, ich zitiere das. Nicht jeder ist Christ, nicht jeder glaubt an Jesus und so weiter. Das muss jeder selber wissen. Kann ich auch nicht viel dazu sagen. Jedenfalls ist das insofern ganz interessant, weil ich habe auch in der so letzten Tage viele Diskussionen verfolgt, wo es auch um die Zeit ging, ja, also das Zeiterlebnis, nicht als Zeit als solches, sondern das Zeiterlebnis. Und da wir geprägt sind in unserer Matrix auch von einem Zeitablauf, also Tag ab 24 Stunden und so weiter, kam doch da häufig die Information, Mensch, irgendwie habe ich das Gefühl, die Zeit, die rennt davon, also, ja, oder? Ja, und jetzt kam da so Information, ja, das sehe ich auch so, das ist ja komisch, woran liegt das? Hat das eine physikalische Bedeutung? Sind Tage kürzer? Oder, ja, so, dem Motto, das kann auch sein, ne? Und andere sagten wiederum, nein, es ist so, wir haben im Prinzip, oder wir erleben viel mehr in der gleichen Zeit, als das vorher der Fall war. Und das hängt wahrscheinlich auch oder überwiegend damit zusammen, dass wir selber in unserem Bewusstsein offenbar Fortschritte gemacht haben oder sagen wir mal, mehr Dinge wahrnehmen, als das vorher möglich war, oder? Und das fand ich also ganz, ganz interessant. Das kann man auch vielleicht vergleichen so ein bisschen mit dem Kinder finden ja Zeit, also auch die Zeit vergeht ja nie. Ja. Und wenn man älter wird, dann rast die Zeit immer schneller dahin. Das hängt wahrscheinlich auch mit der Informationsfülle zusammen, die man dann aufnimmt. Und dann kommt dann das möglicherweise so vor. Unabhängig jetzt mal, ob es physikalische Gründe auch noch gibt. Ja. Auch da aber haben wir schon gesprochen, dass da irgendwie am der Lage der Erde sich was verändert hat. Und nicht nur da. Dass deswegen auch vielleicht Einflüsse auf die Zeit sein können. Das wollte ich als Einstieg wählen, einfach um mal klar zu machen oder auf das, ja, auf das Thema auch nochmal hinzulenken, dass wir eben die Dinge jetzt erleben, von denen wir bislang immer nur gesprochen haben oder gemutmaßt haben. Alle haben gesagt, schon vor langer Zeit, Mensch, irgendwann gibt es den dritten Weltkrieg, hier schreibt einer zurecht, wir sind eigentlich immer noch im zweiten. Okay, da spielt es jetzt auch keine Rolle. Wir sind jedenfalls im Krieg. Und jetzt kommt noch mal einer oben drauf, oder noch mal eine Eskalation des Krieges. Es spielt jetzt keine Rolle, wie wir es benennen, ob es der Krieg ist. Eigentlich hat der Erste Weltkrieg auch nie aufgehört. Also insofern, wahrscheinlich sind wir noch in der Französischen Revolution. Und dieselben Leute, die damals die Französische Revolution instigiert haben, das waren auch Freimaurer, sind heute immer noch dran. Also und so weiter. Also da können wir lange über die Definition sprechen. Es hat sich halt eingebürgert. Und es ist auch sicherlich nicht ganz verkehrt, wenn man den Krieg in drei Abschnitte aufteilt. Teil 1, Teil 2 und Teil 3. Ne? Oder? Dann kann man es ein bisschen besser nachvollziehen. Oder? Ja, also das ist, denke ich, nicht der Punkt, dass man das jetzt in der Definition auseinandernimmt, sondern dass wir jetzt einfach realisieren müssen, dass die Dinge, die wir befürchtet haben, jetzt auch wirklich sich umsetzen. Ne? Und wer das hier verfolgt hat, der wird also ganz sicher erstaunt gewesen sein, was da jetzt in Amerika vor sich geht. Denn dort läuft ja in hohem Maße der Wahlkampf, ne, der US-Präsidentschaftswahlkampf. Wir wissen, dass es letztendlich nicht wirklich eine Wahl ist, sondern nur das Bestimmen einer Puppe, die fortan die Politik noch grausamer umsetzen soll. Ne? Das wissen wir, Eingeweihten alle, aber viele in Amerika, in den USA wissen das eben nicht.
Ich würde mal sagen, erschreckenderweise ziemlich viele wissen das nicht. Und die haben wirklich noch den Eindruck, sie haben eine Wahl zwischen zwei Kandidaten, zwar unterschiedlich benannter Parteien, aber letztendlich alle von derselben Gruppe finanziert, gelenkt und geleitet. Und da ist euch sicher aufgefallen, also ich meine, dieser Mitt Romney, das ist ja der republikanische Kandidat, das ist ja eher auch ein Waschlappen. Ne? Ich sag das jetzt einfach mal so. Ne? Also es, der hat kein Charisma, also zumindest für mich nicht. Der sagt nichts anders als der Obama, ein bisschen anders, aber im Prinzip kannst du die austauschen, die Leute. Ne? Der einzige Unterschied ist die Hautfarbe. Ne? Und das ist offenbar jetzt auch die Strategie der Dems. Das ist die Gruppierung, die ich die dominante irrsinnige Minorität abgekürzt nenne. Und andere nennen das Illuminati oder Schattenmächte, Schattenregierung, Weltelite, was auch immer. Die vielen ja gar nicht bekannt ist, dass es sowas überhaupt gibt, das gar nicht für möglich halten, weil sie eben so in ihren Scheuklappen drin sind, dass sie gar nicht feststellen, hoppla, die veräppeln mich ja eigentlich. Ne? Weil sie auch das globale Bild nicht vor sich haben, wie wir das ja hier versuchen für uns aufzubauen. Ne? Ich meine, niemand ist perfekt. Ja, ich sehe es auch vielleicht vieles nicht. Sondern es ist wirklich so, dass viele Leute wirklich noch das Gefühl haben, und da hat also die Propaganda fantastisch gearbeitet, dass sie selbst dort Einfluss nehmen können auf die Macht im Staat, ne, sozusagen. USA ist ja nun der mächtigste Staat oder die mächtigste Regierung der Welt, ja, haben ja ihre Truppen überall, so wie es die Römer damals auch gemacht hatten, im Rahmen ihrer Möglichkeiten waren die überall vorhanden und dann hieß dann das Römische Reich und jetzt heißt es halt, ja, bisschen anders, Rothschilds, USA. Okay, so deutlich wie es früher war, ist es heute eben nicht. Aber, wie gesagt, diese beiden Herrschaften kämpfen nun im Fernsehen, im Matrix-Fernsehen gegeneinander, in Form eines Fernsehduells. Und da haben sich bestimmt eine Menge Leute gefragt. Natürlich überwiegend Amerikaner, aber weil man hier das nicht so verfolgt möglicherweise, aber viele Amerikaner haben sich gedacht, Mensch, der Obama ist aber wirklich schwach, ne? Wieso, der kommt hier gar nicht voran da, der lässt sich von dem unterbuttern, von dem, am Anfang war das der strahlende Stern und ja, viele haben jetzt gesagt, ja, weil er jetzt keinen so ein Vorleseapparat da mehr vor sich liegen hat, so eine Glasplatte, wo dann der Text auftaucht, den er abliest, ne? Deswegen hat er immer so tolle Reden schwingen können. Da fragt man sich doch, warum punktet der jetzt so schlecht? Seine Umfragewerte liegen sogar jetzt inzwischen unter Romneys, also von seinem Gegenkandidat. Da fragt man sich doch, ja, was hat der denn jetzt, was ist mit dem passiert? Ist der irgendwie, ist der angeschlagen? Ist der, ja, und ja gut, darüber wurde diskutiert, auch hier in einem Video, was ich mir angeschaut hatte. Und dann kamen auch noch so ein paar Informationen von Lindsay Williams, den kennt ihr ja auch, ne? Der bringt ja auch immer so ein bisschen so seinen Insight. Er gibt ja mal an, er hätte Kontakt da zu den höchsten Stellen und er sagte, da war Alex Jones, war der in der Sendung, hätte da gerade früh noch ein E-Mail gekriegt von einem, den er da kennt. Und so, jetzt machen wir mal einen kleinen gedanklichen Sprung. Und ich weiß, nicht alle verfolgen das so intensiv. Viele tun es, aber eben nicht alle. Aber was in den Matrix-Medien zurzeit abläuft, in den USA, das ist die Angst vor Aufständen. Und zwar Aufstände, wenn Obama nicht gewinnen sollte. Und zwar die ganzen Anhänger von Obama, die möglicherweise oder sicher eher farbige Menschen sind, also Schwarzamerikaner, schwarze Hautfarbe. Ich sage Schwarzafrikaner, nee, es ist aber nicht Schwarzafrikaner, sondern Schwarzamerikaner. Ne? die also da seine, den hat er ja auch alles mögliche versprochen, jetzt kriegen sie alle noch ein Handy gratis und so, ne, wenn sie ihn wählen. Die wären natürlich also stinkesauer, weil sie eben in Obama, egal was der macht,
Das ist einfach so, nicht? Wenn du gesagt bekommst und du bist einer, der vollends glaubt, ja, und obrigkeitshörig ist, und wenn dir die Obrigkeit sagt, alles wird gut, ne, sage ich auch manchmal, vorsichtig, dann glauben die das. Ne? Ja, und also die glauben an ihren Obama, und wenn der jetzt also verlieren würde, jetzt im Oktober, kommen wir ja hier richtig ran, was da abläuft, dann kann es eben, dann werden vorausgesagt, Unruhen in den USA. Und da kam natürlich in der Diskussion, in dem Video auf, dass alle, auch diejenigen, die jetzt nicht Obama-Fans sind, sondern ihn einfach beobachten als Politiker, als Führungsperson, als jemand, der ja, eigentlich das nicht nötig hätte, sich so unterbuttern zu lassen, der das vorher ja auch irgendwie anders managen konnte, ja, sich durchzusetzen, dass offenbar ein abgekartetes Spiel sein soll. Ja, überrascht uns jetzt hier nicht, gell? Aber das bedeutet, dass wir hier bewusst, oder ja, eigentlich, wir werden alle darunter leiden, in einen solchen Aufstand in den USA hineingezogen werden, dadurch, dass man es wahrscheinlich, genau wie das beim Boxen, beim professionellen Boxen häufig auch ist, da ist der Gewinner vorher festgelegt. Ne? Weil da werden vielleicht auch Wetten abgeschlossen. Ne? Kann man viel verdienen. Okay, so dass man also wahrscheinlich gesagt hat, also der Obama muss verlieren, Romney muss gewinnen. Der hat dann zwar vielleicht gewonnen, aber mit einem furchtbaren Ergebnis, nämlich Rassenunruhen, totales Chaos, Aufstände, und ihm wird dann alles in die Schuhe geschoben, dem Romney. Ne? Den eigentlich wollen die ganz Mächtigen hinter den Kulissen ja gar nicht, dass was Gutes für die USA geschieht, ne? Oder in den USA geschieht, weil sie ja eigentlich alles zerstören wollen. Ne? Ist auch keine Neuigkeit für diejenigen, die hier häufiger schon mal zuhören, hier bei mir oder andere Informationen dieser Art regelmäßig frequentieren, wissen, dass es also ein Ziel ist, der Weltelite, ja, ich nenne die dominante irrsinnige Minorität, der Schattenmächte, die man ja gar nicht als Normalsterblicher eigentlich so kennt, dass die alles zerstören wollen, weil sie ja ihre neue Weltordnung aufbauen wollen. Auch das ist zwar eine Wiederholung, aber wir müssen uns immer wieder darüber im Klaren sein, dass das deren Ziel ist, was sie unbedingt umsetzen wollen. Und die gehen da drüber wie eine Dampflok. Ja? Und wenn wir da überhaupt nur irgendeine Chance haben, dann ist es, dass so viele wie möglich das erkennen, das durchschauen und dem durch ja ziviles Ungehorsam ein Ende setzen. Und alles andere, was Gewalt endet, das wird nicht unbedingt förderlich sein. Denn, und das ist der nächste Punkt, dieser zu erwartende Rassenkrieg, der dann also ausbrechen wird, und wir wissen, das ist hier mal im Brodeln, weil überall heizt die Polizei das ja auch an, also die dortige Polizei, weil eigentlich im Wesentlichen eben ja Schwarzamerikaner, ja, oder Amerikaner mit dunkler Hautfarbe dort drangsaliert wird, vor allen Dingen die Jugend. Es werden dann auch Leute hier totgeschlagen, da wir denken an diese ganzen Geschichten da in Los Angeles und so weiter. Und das mehr oder weniger auch zugelassen wird von den Verantwortlichen und diese Leute eigentlich in der Regel kaum was zu befürchten haben, diese Polizisten, die das machen. Und das bedeutet, dass ja eigentlich das auch ein Hinweis ist darauf, dass man das schürt. Ja, wir denken auch nur diese ganzen verschiedenen falsche Flaggenattentate, die schon stattgefunden haben, eben um einfach auch gegen Waffenbesitz vorzugehen. Nicht? Also was man auf jeden Fall möchte, ist die US-Amerikaner, die ja schwerst bewaffnet sind. Ja, nicht alle, aber ganz viele haben sich schwer bewaffnet, weil sie das schon spüren und wissen, intuitiv oder eben bewusst, dass es zu einer Auseinandersetzung kommen wird mit der Regierung, mit der Bundesregierung, also der übergeordneten, der US Corporation. Und das bedeutet eben nichts Gutes, wenn man eben weiß, und darüber haben wir auch schon häufiger berichtet, aber man muss es ja auch mal zusammenfassen, weil es steht jetzt kurz bevor, dass die Sicherheitskräfte in den USA erheblich Munitionskäufe vorgenommen haben. Und jemand hier heute sagte es in einem Video,
Er hat es ausgerechnet. Die haben also so viel Munition eingekauft, dass zwei komplette Magazine für jeden US-Bürger jeder Sicherheitskraft zur Verfügung steht. Das heißt, theoretisch könnten die den durch sieben, ne, jeden einzelnen US-Bürger durch sieben mit ihren Patronen, die sie allein gekauft haben. Zu Übungszwecken natürlich noch. Klar. Ja, also das ist auch wieder ein Hinweis darauf, dass da Schlimmeres zu erwarten ist. Auch habe ich nochmal in meiner Veröffentlichung von heute ganz viele Informationen zu FEMA-Camps gepostet. Teilweise sind es auch etwas zurückliegende Informationen, vor allem was diese FEMA-Trains, die FEMA-Züge angeht. Kann sich aber jeder nochmal anschauen, weil letztendlich ist es so, dass die Vorbereitungen, ja, für diese Auseinandersetzung, die seit langer Zeit getätigt wurden. Sonst wären sie ja gar nicht in der Lage, damit fertig zu werden. Das heißt, sie haben schon vor Jahrzehnten angefangen, vielfältig sich auf diese Situation vorzubereiten. Allein auf der Abbildung, die ich auch auf dem Artikel habe, sieht man zum Beispiel links unten eine Landkarte von den USA, wo ganz viele blaue Pünktchen eingesteckt sind. Und das sind alles FEMA-Camps. Hat jemand die alle lokalisiert, also die man finden konnte. Das heißt, es ist gespickt voller solcher Konzentrationslager. Und wenn man sich diese Züge anschaut, gut, viele werden natürlich als Lastzüge auch benutzt, ne, als Autotransporter oder sonstig irgendwie. Aber wir wissen ja auch, dass die FEMA Millionen Stück solcher Plastikbehältnisse eingekauft hat, schon vor einiger Zeit, und das so irgendwo im Versteckten auf Wald, Wiese, Flur zwischenlagert, wo also auch laut Auskunft des Herstellers diese gedacht sind für die Lagerung von allem Möglichen, wo also Flüssigkeit rauskommt und das absickern kann. Es gibt da so unten so Flüssigkeitsauffangbecken eingebaut. Und dann kommt ein luftdicht abschließender Deckel oben drauf. Und da könnten bis zu vier menschliche Körper reinpassen. Ja. Je nach Umfang. Ja, ja, und genau diese passen natürlich hervorragend auch in diese Züge rein. Das hat man noch demonstriert. Kann man sich mal anschauen. Und es gibt einige dieser Züge auch mit Fenstern und mit Gittern und mit angebrachten Ketten, und zwar nicht nur am Boden für Autos, um die festzumachen, sondern eben an verschiedenen Ebenen. Ja, also das ist schon erschreckend. Also ziemlich düster, wenn man sich das anschaut. Sollte man ruhig nochmal durchschauen, weil es ist schon unglaublich, ne? Wenn man sich das vorstellt, dass hier etwas passiert, dass er möglicherweise in der Geschichte schon mal da war, aber hier in einer ganz anderen Form, in einer viel ausgefeilteren Form, viel länger vorbereitet, viel intensiver vorbereitet, dass es einem also schwindelig wird, ne, wenn man darüber nachdenkt. Und die USA stehen natürlich im Fokus, weil die USA letztendlich einen Einfluss haben auf uns alle, auf den Weltfrieden, logischerweise. Und egal, was in den USA geschieht, hat einen sofortigen Einfluss hier auf uns, weil wir auch von der USA aus gelenkt und geleitet werden über die dortigen Zentren für die Gewalt, das Pentagon, und natürlich auch Wall Street, die also die ganzen Konzerne lenken und leiten, aber auch damit manche Nationen. Wir wissen auch, der IMF, Internationaler Währungsfonds, und die Weltbank sitzen ja auch alle Washington D.C., also was da von dort aus kommt, hat einen gewaltigen Einfluss auf die ganze Welt. Und deswegen müssen wir uns mit den USA beschäftigen, müssen uns auch anschauen, was dort geschieht, und müssen alle diese kleinen Stückchen von Informationen zusammenführen, versuchen, daraus für uns schnellstmöglich Schlüsse zu ziehen, um zu erkennen, nicht ob es geschieht, sondern wann es geschieht und eventuell auch noch wo. Und so sehe ich das, und deshalb versuche ich eben hier nochmal so diese Sicht
als Information aus meiner, aus meinem Blickwinkel zusammenzufassen. Die neueste Information ist ja jetzt auch raus. Übrigens auch etwas, was wir hier in Europa kennen. Das ist auch nichts, das wird hier ja auch schon gemacht. Nämlich die DHS, die Department of Homeland Security. Das ist die Heimatschutzbehörde der USA, ne, gegründet nach dem 11. September 2011. Aus dem selbst ins Leben gerufenen Terroranschlag, der dann eben ja zum Patriot Act führte, also zu diesen Zwangsmaßnahmen. Da sind die ja irgendwelche solche Gesetzchen und so, die wir hier kennen, Notstandsgesetz und so, nur ein Witz daneben. Jedenfalls, diese Heimatschutzbehörde DHS startet jetzt die Drohnenflüge über der USA. Und zwar als Erklärung für die Sicherheit der Bevölkerung, damit sie alle noch sicherer werden, ne? Noch sicherer ausgemacht werden können. Ja? Die Bewegungen der Terroristen am Boden schneller ausfindig gemacht werden können. Ja, und der ein Insider vom Militär, der gesagt hat, ich bin jetzt ausgestiegen aus dem Militär, hat auch auf seine Pensionsansprüche verzichtet, sagt auch in einem Interview Folgendes, also er hat da wirklich überhaupt keine Lust mehr dazu, er ist eigentlich ein Patriot, er glaubt an die Verfassung und er sagt, das Militär, der sich in den letzten Jahren so dermaßen gewandelt, so verändert, dass er damit überhaupt nicht mehr klar käme, das wäre nicht mehr dasselbe, wie als er angefangen hat. Auch so vom Ambiente, so wie die Leute miteinander umgehen, was die Ziele sind, wie trainiert wird, wie gemacht wird, wie und so weiter. Ja. So, und der sagte also, dass inzwischen auch das Militär dort die Art und Weise des Trainings verändert hat. Das heißt, es geht gar nicht mehr so um große Schlachten, ja, die da geübt werden. Sondern es sind eigentlich überwiegend inzwischen ja so eine Art eben Aufstandsbekämpfung, Straßenkampf vielleicht noch und auch viel Kampf ohne Waffen, also wie man die Leute so außer Gefecht setzen kann und so weiter. Also es hat eigentlich gar nichts mehr irgendwie eben mit irgendeinem klassischen Kriegsführen zu tun, sondern es geht eigentlich hier eher nur um um eben solche Menschen. Mengen, hier vor allen Dingen auch Zivilisten, mit solchen Leuten fertig zu werden. Ja? Und das hat ihn sehr beunruhigt, weil er natürlich auch aufgewacht ist und natürlich spürt, dass wenn er da bleibt, dann ist er dann in dem Gewissenskonflikt sein wird, vielleicht auf seine eigenen Landsleute schießen zu müssen, die eventuell töten zu sollen. Und da ist er also ausgestiegen. Ja, gut, also das sind natürlich irgendwie alarmierende Informationen, weil das jetzt umgesetzt wird. Das passiert. Das Munition, als wir da das erste Mal drüber, also von der DHS oder von FEMA und allen angeschlossenen anderen Untergruppierungen, die also angeschafft haben, diese Munition, da haben wir schon einige Zeit her drüber informiert. Und zwar als die Aufträge rausgingen. Jetzt inzwischen haben sie die Munition. Es ist also alles fertig. Ich habe schon das letzte Mal berichtet, als wir über die unterirdischen Bunkeranlagen bzw. Schutzräume sprachen, dass also auch hier offenbar die Regierung fertig ist mit ihren Vorbereitungen, weil zum Beispiel eben so Filteranlagen wieder verfügbar sind, so für Bunkeranlagen, ja, so Gasfilter, also irgendwie Atom. Verseuchungsabwendungsfilter oder was weiß ich. Halt irgendwelche Luftfilter. Die kann man also wieder kriegen. Das bedeutet, wir sind jetzt in einer Phase und deswegen ist auch das Thema von heute, wird jetzt die Schlinge zugezogen? Wird jetzt das wirklich gemacht, wovon wir eigentlich immer die ganze Zeit berichtet haben? Ist das jetzt zu befürchten? Wir haben schon eine ganze Menge diskutiert im Laufe dieser letzten 2 Jahre. Das ging bis hin zu großen Terroranschlägen, die den Regierungen dann die Möglichkeit geben, eben groß angreifen zu können. Alle Rechte außer Kraft zu setzen, alles irgendwelchen Terroristen in die Schuhe zu schieben,
Wir haben auch immer erwartet, dass es vielleicht einen Nuklearangriff geben könnte, irgendwo schmutzige Bomben hochgehen bei irgendeiner Großveranstaltung und so weiter. Das ist ja noch nicht geschehen. Es sind nur kleine Geschichten geschehen. Was auf jeden Fall richtig ist, und das wisst ihr selbst auch, dass sich der Konflikt hier im Nahen Osten weiter zuspitzt. Das heißt, die Türkei muss also unbedingt, die hat wahrscheinlich den Auftrag eben von der gleichen Gruppierung, die ich die DIMS nenne, die sind ja alle kontrolliert. Wir dürfen nicht denken, es geht hier um eine Nation gegen die andere. Sondern es geht immer um das große Ganze. Und alle Regierungen, bis auf vielleicht ganz wenige, sind kontrolliert von eben dieser dominanten irrsinnigen Minorität, die alles dran setzen, ihren Zerstörungsauftrag oder ihr Zerstörungswillen umzusetzen. Ja? Und zwar so, dass wir es nicht mitkriegen, dass wir es nicht so einfach mitkriegen. Und das ist ja die Problematik, wenn wir das nämlich alle mitkriegen würden, wenn wir alle etwas dagegen hätten, könnten sie es nicht umsetzen. Dann können sie ihre Pläne nicht umsetzen. Und man hat das Gefühl, eben weil sich alles so zuspitzt im Moment, alles so eins auf dem anderen kommt oder eigentlich schon fast parallel alles abläuft, vielleicht ist auch wirklich unsere Wahrnehmung, die angestiegen ist, dass es eben wirklich, dass sie im Zugzwang sind. Dass irgendwie ein Zeitrahmen oder ein Zeitziel nicht erreicht haben, was sie sich gesetzt haben. Auch darüber haben wir schon häufiger gesprochen. Und hier, Türkei, ne, verlegt Kriegsschiffe Richtung Syrien. Ne? Die sind also wirklich dabei, alles auszuschöpfen, stand hier beispielsweise im Fokus.de. Ne? Kann ich ja auch nochmal dann damit reinnehmen. Also auch hier müssen wir sagen, muss man mit allem rechnen, was da auf uns zukommt. Denn eben das ist noch ein Trumpf in der Hand. Wenn es irgendwie so nicht klappt, wie Sie sich das vorstellen, diese Machtelite. Und vielleicht gibt es dort auch intern konträre Ansichten, wie man den Konflikt wirklich herstellt, dass es explodiert. Dass man eben verschiedene Esse oder Asse im Ärmel hat. Und davon ist eben eins, eben dieser Weltkrieg 3 oder zumindest der Beginn davon. Wie gesagt, ich weiß, dass wir immer noch alle im Kriegszustand sind, das weiß ich eh auch. Ich sage das jetzt nur einfach von der Terminologie. Nicht, dass jetzt wieder einer sagt, wir sind doch schon immer noch im Ersten Weltkrieg. Das sind wir, weiß ich. Aber jetzt nur, damit es auch alle anderen verstehen, dass dieser dritte Weltkrieg, dieser dritte Teil des Weltkrieges jetzt geschieht, das ist eine Option, die uns natürlich hier sofort trifft, und zwar mit allem. Nicht? Sämtliche Spritpreise, sämtliche, wenn es überhaupt dann noch welchen gibt, der wird ja noch künstlich verknappt. Haben wir alle schon mal erlebt, in den 70er Jahren. Da waren die Autobahnen leer. Habe ich selber erlebt. Wegen der Ölkrise durfte man nicht mehr auf der Autobahn fahren. Ja. Wenn man erwischt wurde, dann gab es schlimme Strafen. Also das haben die alle schon gemacht. Das ist alles Tyrannei. So, und dann zweitens, natürlich wird alles wahnsinnig teuer, ja, weil eben ja alles auf Just-in-Time aufgebaut ist, also dass man gerade eben diese ganzen Sachen zur Verfügung kriegt. Dann sind rucki-zucki die Preise oben, dann sind möglicherweise auch Sachen gehen aus, ja, die ganzen Sachen aus Fernost, von denen wir ja auch abhängig sind, weil man uns daran ja auch gewöhnt hat inzwischen. Ne? Ich möchte auf die letzte Sendung noch einmal hinweisen, letzte Video anlässlich des United We Win Marathons, wo ich dann das tituliert habe, wie man der Sklaverei entrinnen kann. Dass man also hier da auch abhängig ist von billigen Klamotten, also billige Kleidungsstücke. Ja. Geh doch mal raus und kaufe etwas, was hier aus einem deutschen, Schweizer, was weiß ich, österreichischen Kleidergeschäft kommt, was dort genäht wurde, dort produziert wurde. Das wird in jedem Fall mindestens dreimal so teuer sein wie das Zeug aus Korea oder China oder Indien oder sonst wo. So schlimm das ist, dass wir diese Sachen aus Indien, China, Korea kaufen oder kaufen müssen, aber vom Preis her, ja, vom Preis her können sich ganz viele Menschen heute, die zum Beispiel von Hartz IV oder ähnlichen Einkommenssituationen leben, können sich keine Klamotten mehr leisten, keine neuen, vielleicht gebrauchte.
Ja, okay. Hier steht, auch die teuren Sachen kommen mittlerweile daher. Ich kaufe keine billigen Kleidungsstücke, Detlef. Nee, schreibt jemand. Ja, ich versuch's auch nicht. Aber jetzt stell dir mal die Masse vor, die also eine Familie hat, Kinder hat, die Klamotten brauchen. Kannst du keine Designersachen kaufen. Und bei einem Kind kannst du auch nichts auf Vorrat kaufen, weil die wachsen. Hast du ständig eine andere Größe. Das hat man ja schon so als Familie, dass man eigentlich von einem zum anderen auch mal irgendwelche Sachen jemand dann schenkt oder gibt oder verkauft, eben weil die auch nicht lange getragen wurden und so weiter und so weiter und so weiter. Aber irgendwann, wenn das hier eine provozierte Knappheit ist, mit gleichzeitig enormer Preissteigerung und nicht mehr Verfügbarkeit von Billigware aus China, dann hängst du ganz schön in der Uhr. Und zwar, weißt du, dass die Erdbeeren für Marmelade nicht hier vom deutschen Feld kommen oder aus Anbaugebiet hier aus Europa. Die kommen aus China. Weißt du, was das heißt? Es gibt keine Marmelade mehr dann. Oder wenn, dann müssen die umstellen und dann müssen sie Marmelade kaufen von hier. Weißt du, was dann noch ein Pott Marmelade kostet? 3 oder 4-mal so viel wie jetzt. Von der billigen Marmelade. Ja. Also, ich sage das nur so als kleine Beispiel. Ich will das auch nicht im Einzelnen diskutieren. Ich sage das nur als Beispiel, was das bedeutet. Das bedeutet so ein Weltkrieg 3, dass sie uns gleich dort haben, wo wir hin sollen. Nämlich in eine absolute Rückhaltung, Fuß, Kuss, Abschleck, Lage, damit man also wirklich alles dann macht, bloß, dass man überleben kann. Und viele Leute, denen es dann so schlecht geht, die sind ja vorher noch nicht mal aufgewacht. Die wissen ja gar nicht, warum das so ist. Die glauben das ja. Die glauben ja die Propaganda. Okay? So, also wie auch immer, ich will das auch nicht zu sehr im Detail diskutieren, ich wollte nur noch mal darauf hinweisen, dass wir das alle persönlich bis jetzt nicht erlebt haben, wovon ich jetzt rede oder worum es jetzt geht. Das wird für uns alle, weil wir ja in der neuen Generation sind, nicht mehr Kriegsgenerationen sind, des Zweiten Weltkriegs oder des Ersten Weltkrieges, die das alles miterlebt haben, wir sollen das jetzt alle erleben, wenn es nach diesen Dings geht. Okay. So, das bedeutet für uns natürlich einerseits, für diejenigen, die also das jetzt schon mitgekriegt haben, die das ja wissen, dass wir weiter unsere Vorsorge machen müssen bezüglich unserer eigenen Bevorratung, unserer eigenen Ausrüstung, was auch immer. Und natürlich auch unseres Einstellens auf die Situation. Und der Harald Trainer sagt das immer, die meisten Leute geraten bei solchen Dingen, wenn es etwas Plötzliches gibt, in Panik. Und das darf man nicht. Man darf nicht in Panik geraten, sondern wir sind aufgefordert, diejenigen zu sein, die dann unseren Mitseelen auch helfen können in dieser Situation. Nicht nur jetzt schon, indem wir denen das erzählen. Jetzt glauben sie es uns alle noch nicht. Und am wenigsten glaubt einem die eigene Familie oder die eigenen Freunde. Die glauben immer nur was, wenn sie was von jemand Fremden, von jemand anderen hören, gegebenenfalls. Dass wir also irgendwie trotzdem versuchen, am Ball zu bleiben, den Leuten klarzumachen, dass diese Katastrophe jetzt kommt. Okay? Ja, und hier steht zum Beispiel, hier, kauf Suppe mit Gemüse, oder macht eine Suppe mit Gemüse vom Markt. Aber den Markt gibt es dann nicht mehr. Es findet kein Markt mehr statt, wenn es eine Krisensituation gibt. Das Erste, was die verbieten werden, das ist das Herumfahren von Autos. Das wird auch so teuer, möglicherweise gefährlich, weil die Leute, wenn du dann schon mit einem Gemüsewagen durch die Gegend fährst, kommen vielleicht Leute, die nichts zu essen haben und dann bist dein Vorrat da los, wenn du davon persönlich auch ungeschoren davon kommst. Meinst du, die Polizei hilft dir dann? Die ist damit mit anderen Sachen beschäftigt. Die muss dann die Politiker schützen oder die Regierung oder was auch immer oder die Bankiers, damit die nicht, und so weiter. So, also das ist ganz wichtig, dass uns das nochmal klar wird. Und das hat nichts mit Angst produzieren zu tun, sondern sich bewusst machen, dass wir jetzt in diese Situation eintreten. Und jetzt nur noch eine Frage des Wann ist. Vielleicht wo es anfängt. Aber das Wann ist wohl das Entscheidende.
Denn ich habe so das Gefühl, und das ist auch so das, was ich so das Feedback kriege von all den Informationsquellen, die ich so mir zugänglich gemacht habe, dass die Schlinge jetzt zugezogen wird, ja, weil die DIMMs ihren Plan jetzt unbedingt umsetzen müssen. Zudem kommen auch noch Informationen dazu, und hier hat es auch schon jemand reingepostet mit der FEMA. Es gibt jetzt übermorgen ist es die sogenannte Shakeout-Party. Da geht es um eine Simulation, eine Übung für die Bewältigung in der Situation eines Erdbebens. Und da hat also die FEMA, von der wir jetzt eben gerade gesprochen haben, das ist ja die Behörde, die sich alle Macht angeeignet hat oder der alle Macht übertragen wurde, wenn man sich nur so vorstellen kann, die kann alles machen. Die kann dir, also in den USA, der kann dir alles wegnehmen. Der kann dein Haus konfiszieren, dein Auto konfiszieren, deine Lebensmittel wegnehmen, die kann dich einsperren, die kann dich ins FEMA-Camp bringen. Die kann dir deine Waffen wegnehmen, in den USA haben die welche. Hier hast du ja nicht mal eine Waffe in Europa und so weiter. Ja? Die können das alles machen. Die haben eine unbeschränkte Macht über alles. Man könnte sagen, das ist die geheime Staatspolizei der Rothschild. Ja. Okay. Und ja, das findet also hier in ganz vielen Staaten statt. Da gibt es also, ich habe da auch einen Link bei mir hier zum shakeout.org bei mir. Postet, kann man das einschauen, wie viele Leute sich freiwillig für diese Übungen schon angemeldet haben. Ja, kannst dich anmelden. Ja. Ja, ist wahrscheinlich eine Suppe, ne, oder so. Ne, die lernen dann schon mal, wie man es macht, wo man sich versammeln muss, damit man dann rechtzeitig ins FEMA-Camp abgeholt wird. Ja. Ja, deswegen fahren jetzt auch vielleicht so viele FEMA-Züge durch die Gegend, um das schon mal zu simulieren. Ja, und damit sind wir natürlich auch bei dem erweiterten Thema dazu, weil ich sagte ja, es gab ja ein Video, was genau diese drei Punkte ansprach. Einmal die Aufruhr, die Unruhen, die Aufstände, die erwartet werden in den USA. Denn da brodelt es. Da ist jeder Vierte leidet dort Hunger. Jeder Vierte ist abhängig von Lebensmittelmarken. Könnt ihr das vorstellen? Jeder Vierte. Die Hälfte der Bevölkerung lebt in Schulden. Die haben also Hypotheken noch und nöcher. Die stehen unter dem, wie soll ich sagen, Damoklesschwert der, wie heißt es? Es fällt mir gerade der Name nicht ein. Der Zwangsvollstreckung. So, der Zwangsvollstreckung. Und haben auch sonst natürlich Kreditkartenschulden bis unter die Dachhaube sozusagen und so weiter. Die haben nur noch die Illusion, sie könnten das irgendwie schaffen. Mit Romney wird das jetzt besser. Deswegen wählen sie jetzt alle Romney. Die haben das noch nicht durchschaut, wie der Laden wirklich läuft. Dass das alles Absicht ist. Und ich lese es überall, auch teilweise in Medien, die sich eigentlich auch schon zu den neuen Medien zählen. Da steht dann häufig drin, ja, jetzt hier die EZB oder wer es immer ist, druckt Euro ohne Ende. Leutchen, es wird nichts gedruckt. Oder wenn, ist das ein verschwindend kleiner, geringer Teil. Das sind alles nur digitale Zahlen. Ich glaube, das haben auch viele von denen, die solche Artikel schreiben, noch gar nicht kapiert, wie dieses Schuldgeldsystem überhaupt funktioniert. Und wenn sie das nämlich Und deshalb ist das so wichtig. Deshalb habe ich in meinen Sendungen immer sehr viel Wert darauf gelegt. Ihr könnt das übrigens bei Best of Detlef beim Blog vom aufgewachter.wordpress.com auch gerne euch im kleinen Segmenten anhören. Das Schuldgeldprinzip ist das, was die wenigsten Leute kapiert haben bis jetzt. Wenn ihr das nämlich einmal verstanden habt, wie das Geldsystem wirklich funktioniert, dann ist dir alles andere klar. Dann kriegst du so einen Schock, ja, dann machst du in die Hose. Weil das nicht vorher nicht gecheckt ist. Und dann kommt natürlich selbst auch das Erkennen, hoppla, was ich arbeite für digitale Zahlen, die man mir von einem Computer zum anderen schickt. Hä? Also diese absurde Idee, ne? Also du arbeitest für heiße Luft. Dass du dafür im Moment noch was kaufen kannst.
Das ist, weil das System das noch nicht abgeschaltet hat. Jetzt hier, die wollen das ja ganz auf das Elektronische verlegen. Und deswegen ist es ja jetzt hier auch schon inzwischen raus, ja, dass sie nämlich den Besitz oder die Nutzung von Bargeld bestrafen wollen. Hoppala, kommst du mit? Das heißt, das, was sie schon seit ewigen Zeiten ja sagen, die wollen eigentlich das Bargeld abschaffen, das wollen sie jetzt dadurch machen, indem sie das extra besteuern oder ja, oder irgendwie Gebühren oder was auch immer. Und das haben sie auch schon teilweise gemacht. Hier kannst du ja die versuchen ja hier auch Bareinzahlungen, wie das hier über noch möglich ist, zum Beispiel in der Schweiz, wollen sie hier abschaffen und alles nur noch auf ja, Überweisungsweg oder Abbuchung am liebsten. Ne? Die wollen also gleich alles von dir direkt selber steuern. Ne? Und der nächste Schritt ist ganz klar, und wir sehen das überall, ist der Chip, der dir unter die Haut gepflanzt wird. Ja, und wenn sie diese Gebühren auf Bargeld irgendwie durchkriegen und die meisten Leute dann sagen, ja gut, dann steige ich um auf eine Karte, kostet weniger Gebühren, und dann haben sie gewonnen. Dann ist das Thema erledigt. Ne? Okay. Und deswegen ist es für uns so wichtig, dass wir aufwachen und dass wir ja, dass wir uns dagegen stellen mit allen friedlichen Mitteln, die uns zur Verfügung stehen. Das ist mein Reden, mein Sagen, mein Tun. Ja, oder? Ja, und dann sieht man ja auch, wie die Einstellung der Leute ist. Hier las ich eine Mitteilung von dem Herrn Dr. Hans Penner, ein Chemiker, Diplomchemiker, der schrieb an die Frau Merkel, er schreibt immer gerne an die Frau Merkel, in ihrem Vortrag vor dem Wissenschaftlichen Beirat der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen oder WBGU am 9.05.2012 haben sie ihr Desinteresse an einer Diskussion der Klimaschädlichkeit der CO2-Emissionen bekundet. Und er zitiert ihre Aussage dazu. Weil ich keine Lust habe, mich immer mit diesen Zweiflern, ob der Klimawandel nun wirklich so schwierig sein wird und so scharf stattfinden wird, auseinanderzusetzen. Also Frau Merkel ist lustgesteuert. Sie hat nämlich keine Lust, sich mit irgendeiner Kritik auseinanderzusetzen. Immerhin sagt sie es hier nochmal. Ich glaube, inzwischen sagt sie gar nichts mehr. Sie antwortet einfach gar nicht mehr. Geht auf keine Pressefragen ein, die kritisch sind. Ja, das bedeutet also, das ist für ihr völlig egal, was mit den Menschen passiert, mit der BRD und so. Die hat ihr Programm zu durchsetzen. Die arbeitet im Auftrag der Bankster, der großen Konzerne und muss umsetzen, was sie wollen. Ja, und wahrscheinlich ist sie auch noch davon überzeugt, das sind dann ganz schlimm, das sind Überzeugungstäter, ne? Weil sie in irgendeiner sektenähnlichen Glaubensrichtung vielleicht angehört, ne? Die Handzeichen, die sie immer macht, lassen darauf schließen, ne? Würde ich sagen. Ne? Komisch irgendwie. Denn als Naturwissenschaftlerin, die sie ja ist von Ausbildung, müsste sie gewisse Naturgesetze verstehen, ne? Oder nachvollziehen können zumindest oder auch kontrovers diskutieren können oder Argumente bringen, die eben die anderen Argumente widerlegen, ne? Oder also wissenschaftliche Arbeit müsste man ja auch können, wenn man das mal studiert hat. Ja gut, also das wissen wir noch nicht, wie das alles so ausgeht, aber für mich ist das ja, wie ihr das wisst, alles schon ziemlich klar, was da abläuft. Es auszusprechen ist dann noch was anderes und natürlich freue ich mich darüber, wenn ihr mir eure Gedanken dazu auch noch mitteilt. Das könnt ihr gerne tun. Und unter radio@wakenews.net. Ja, gerne. So, und ja, hier steht zum Beispiel Brücken, Zoll und Steuern fürs Einatmen. Ne? Ja, soll ja auch jetzt eine Vignette geben. Ne? In der BRD, damit man überhaupt von einer Stadt in die andere fahren darf. Ne? Auch das haben sie schon in Überlegung. Also eines muss einem klar sein, das ist jetzt mein letztes Wort vor der kurzen Pause hier und dann gehen wir gleich Anfang der zweiten Stunde natürlich, nach der Pause, da voll wieder ins Thema rein und dann können wir zwischenzeitlich was zuschicken unter radio@wakenews.net. Regierungen sind nur dazu da, euch abzuzocken.
egal wen du wählst. Du musst nur aufpassen, dass du nicht den Schlimmeren einfängst, ne, sozusagen. Aber letztendlich haben sie denselben Auftrag, die Bürger abzukassieren. Mit allem, was da dran ist. Okay, wir gehen eine kurze Überlegungspause, eine Erholungspause. Gedanken müssen mal wieder durchgelüftet werden. Hier ist der Delta vom Wakeness Radio. Wir hören jetzt noch von Magic Meyer, DJ Magic Meyer, den Song 7.3.2011. Also bis dahin ist der Delta vom Wakeness Radio. Wakeness Radio für alle, die aufwachen wollen. Ohne Blatt vor dem Mund werden die Machenschaften der Dims und der Cracks, der dunklen Kräfte hinter den Kulissen dargestellt, diskutiert und die Verschwörungspraxis aufgedeckt. Jeden Dienstag und Donnerstag von 16 bis 18 Uhr europäische Zeit hereinhören. Mehr unter wakenews.net.
gutes Radio für alle, die aufwachen wollen. Ohne Blatt vor dem Mund werden die Machenschaften der Dims und der Cracks, der dunklen Kräfte hinter den Kulissen dargestellt, diskutiert und die Verschwörungspraxis aufgedeckt. Jeden Dienstag und Donnerstag von 16 bis 18 Uhr europäische Zeit hereinhören. Mehr unter wakenews.net. Ja, und ich sind endlich wieder zurück hier in der zweiten Stunde unserer heutigen klasse Sendung, nämlich am 16.10.2012 mit dem heißen Titel, ja, wird jetzt die Schlinge zugezogen. Ja, ja, und da haben wir schon in der ersten Stunde einiges darüber gesprochen. Und für alle, die jetzt erst später haben einschalten können oder eben nicht alles mitbekommen haben oder alles nochmal gerne wiederholt haben möchten, die bleiben dann anschließend nach der Sendung dran. Ich werde dann die Sendung wiederholen. Übrigens sind wir auch parallel hier im Moment bei milen-fm.lu.net zu hören, bei Milen FM Radio, Internetradio. Da gibt es übrigens auch eine Mumble-Funktion. Wer da mal reinschauen will, herzlich gerne. Die Links dazu findet man bei mir auch bei mywakeness.wordpress.com in dem Blog-Beitrag zur heutigen Sendung. Und da sind auch die meisten Links oder viele Links dort zu finden über all die Themen, die ich heute spreche. Keine Frage. Und da könnt ihr entsprechend nachschauen. Wer mir also noch Informationen zusenden will hier zum Thema oder zu anderen Dingen, kann das gerne tun hier unter Wake News, Radio at wakenews.net. So, okay. Ja, das haben wir jetzt mal hier so gemacht und es gibt natürlich schon einige, die hier Dinge zugeschickt haben und etwas, was passend ist, auch zur letzten Bemerkung zu der Frau Merkel, ne, die ist Geschäftsführerin der Nichtregierungsorganisation hier in der Bundesrepublik Deutschland, aber anscheinend eine illegale Geschäftsführerin, denn das BRD, Bundesverfassungsgericht, das höchste, hat ja am 25.07.2012, ich erinnere da immer noch gerne nochmal ein bisschen dran, ja gesagt, dass die Regierung nicht konstitutionell sei. Okay, jetzt kann man da auch wieder eine lange Diskussion drüber führen, aber da wir ja immer wieder auch mal neue Zuhörer haben, erwähne ich das immer gerne. Ja, und hier habe ich einen Artikel zugeschickt bekommen, von Herrn Günther Lachmann von Geolitico, da kann man es finden, mit dem Titel Merkel sind Arbeitslose egal. Merkel nimmt für Europa sogar 60% Arbeitslose in Kauf. Ja, und da heißt es, der Vorsitzende der nationalistischen UK Independence Party, Nigel Farage, erhebt schwere Vorwürfe gegen Bundeskanzlerin Angela Merkel. Für die Euro-Rettung sei Merkel bereit, schwere gesellschaftliche und wirtschaftliche Krisen in Kauf zu nehmen, sagte Farage in einem Fernsehinterview, das Geolitico in diesen Text eingebettet hat. In dem Interview sprach Farage über ein Treffen zwischen ihm und der Kanzlerin, das vor einem Jahr stattgefunden haben soll. Damals hätten sich die beiden über die Euro-Krise unterhalten. In diesem Zusammenhang habe er Merkel darauf angesprochen, dass die deutschen Steuerzahler bereits 20 Jahre für die Reintegration Ostdeutschlands gezahlt hätten. Hoppla, schwierige Wörter. So, ich sagte zu ihr, wäre es nicht eine freundliche Geste gegenüber den deutschen Steuerzahlern, wenn sie nicht mehr ständig Blankoschecks unterschreiben müssten? Und wäre es nicht eine Befreiung Griechenlands, den Euro zu verlassen, eine stark abgewertete Drachme wieder einzuführen und so das Land wirtschaftlich zu gesunden? Daraufhin habe Merkel geantwortet, für sie sei dieses keine Option. Farage zitierte sie vor laufender Kamera mit den Worten, wenn Griechenland den Euro verlässt, werden andere Staaten folgen. Das wäre das Ende unseres europäischen Traumes, sagte Merkel. Doch dabei habe es Merkel nicht belassen, versicherte der Brite, dessen Partei einen Ausstieg Großbritanniens aus der Eurozone anstrebt, Farage. Sie sagte, es ist uns völlig egal, ob die Jugendarbeitslosigkeit die 60%-Marke erreicht. Es ist uns völlig egal, ob 25% der privaten Unternehmen zusammenbrechen. Es ist offen gesagt sogar egal, ob ganz Griechenland zusammenbricht, solange wir das europäische Projekt erhalten. Ja, wenn ich jetzt hier einen Dims wäre, eine dominante, irrsinnige Minorität, hätte ich jetzt hier den Applaus gedrückt. Mache ich aber jetzt nicht.
Weil, ich würde mal sagen, das Nabang, gell? Deshalb wollte ich es mal vorlesen. Schau mal. Okay. Also, ja. Da muss man mal ein bisschen drüber nachdenken, ne? Oder? Also, tja. Ja, hier ist noch was mit etwas, was dazu passt. Ne? Weil die BRD ist ja hier ein bisschen der Anführer. Ne? Der hat ja auch viel Erfahrung mitgenommen, ne? Aus Führungskräfte, sind alle aus der früheren DDR, waren dort alle in Spitzenfunktionsträgerschaften, ne? Irgendwie als IM Erika und was weiß ich. Ja. Und ja, also in der BRD ist schon mal einiges los. Ne? Und da gibt es also einen Artikel bei der Springer Presse natürlich. Sanktionen gegen Hartz-IV-Empfänger. Ne? Das ist ja echt der Mann. 520.792 Sanktionen gegen Hartz-IV-Empfänger. Die Zahl der Sanktionen gegen Hartz-IV-Empfänger könnte dieses Jahr über 1 Million Fälle erreichen. Auch die bei den Jobcentern beantragten Überbrückungsdarlehen nehmen weiter zu. Also es wird verschuldet, wo es nur irgendwie geht. Die Menschen werden durch den Verschuldungssumpf gezogen mit dem Gesicht nach unten. Ja. Die Arbeitsagenturen und Jobcenter greifen immer härter gegen Hartz-IV-Bezieher durch. Ja, die haben ja eh nichts. Die kann man treten, vergewaltigen, quälen, verhungern lassen, oder? Meine Anmerkung. Die Blind-Zeitung, die Bild berichtete, bis Ende Juni habe die Bundesagentur für Arbeit bis Ende Juni 520.792 neue Sanktionen gezählt. Also schon über 500.000 im ersten Halbjahr. Allein im Februar seien 93.900 Strafen gegen Hartz-IV-Empfänger ausgesprochen. Jawohl, wir bestrafen jeden, der hier auf zwei Beinen rumläuft. Und die Hunde gleich mit und die Katzen. Alle kommen sich hinter Gitter. Weil bei uns machen sie es ja einfacher. Ja, bei uns haben sie es auch in gewisser Weise einfacher. Hier in Europa, gut, haben sie jetzt nicht so im Moment so wie das in USA ist, diese FEMA-Camps schon alle aufgebaut. Na, hier können die das schneller. Ne? Naja, da geht das ruckzuck. Haben ja Erfahrung. Ne? Nee, hier macht man das gedanklich. Da werden die Gitter gleich so quasi, ja, auf den Kopf gesetzt. Ne? Und wenn die Leute, die können gar nicht mehr anders als durch Gitter zu schauen, weil sie immer bestraft werden. Und am besten von Jobcenter-Mitarbeitern, die selbst gerade eben ein bisschen mehr verdienen, dass sie gerade leben können. Was ist so richtig fertig machen? Ja, ist das herrlich. Okay, deswegen kümmere ich mich auch so ein bisschen um Hartz IV. Und dann machen wir nächste Woche wieder eine Sendung. Und Dienstag habe ich mal einen neuen Gast da, der mal so ein bisschen aus seiner Sicht die Sache darstellen wird. Ne? Gebe ich dann auch bekannt, wer das ist und wann wir das machen. Okay? Ja, ich denke, das ist interessant, weil das ist, spiegelt genau das wieder, was ich ja, oder was wir wissen, was ich immer ausspreche hier in meinen Sendungen, dass wir hier nämlich alle schon versklavt werden. Ja, und die meisten eben, obwohl sie was dagegen unternehmen könnten. Einfach wenn sie nur ihren Geist öffnen würden, ihr Bewusstsein öffnen würden und sagen, ich will keine Gitterstäbe vor den Augen. Und sich anfangen würden zu wehren, auf ganz legale Art und Weise. Aber das geht eben nur, wenn da eben oben irgendwie diese Gitter vom Gehirn gesprengt werden. Ne? Und das geht nur mit einem Einfall. Das muss einem, ein Erlebnis muss das einmal sein, dass einem die Augen, die Schuppen von den Augen fallen. Und das ist das, was ich gerne machen möchte oder dazu beitragen möchte, dass das hier durch eine meiner Sendungen vielleicht gelingt oder mit Teilen meiner Sendung oder wie auch immer, oder dass ihr das draußen weiter vertreibt, was ich sage oder wie auch immer man das sehen kann. Denn nur wenn wir das alle schaffen, und das ist das, was sie fürchten, ja, das sage ich auch immer wieder, das ist die Masse der Leute. Sonst müssten sie nicht im Verborgenen arbeiten. Sie arbeiten deshalb im Verborgenen, weil sie, wie soll ich sagen, weil sie eben Angst haben davor, dass wir uns zusammenschließen, dass wir solidarisch miteinander gegen Tyrannei vorgehen. Und das ist etwas, das ist die beste Waffe, die wir haben. Da kann uns eigentlich auch nichts passieren.
Aber das können wir ja alles friedlich machen. Wir sagen einfach, naja, das machen wir nicht. Ne? Und wenn allein schon die Chauffeure der Dienst nicht mehr zur Arbeit gehen, ne? Die meisten sind ja so alt, oder so BLOED, ne? Kann ich ja sagen, kann sich ja übersetzen, was das heißt, dass die wahrscheinlich sogar nicht mehr selber fahren. Ne? Okay, also die was zu sagen haben. Okay, also sieht mal bei den Bilderberger Meetings, ne, wie die da anrauschen, wenn es da keine Chauffeure gäbe, wie sollten die da hinkommen? Ne? Die Schweizer Polizei hat ja nicht mal Hubschrauber. Die müssen sich mal leihen. Ne? Naja, okay. So, ja, also das nur so am Rande. Das sollten wir also immer noch mal wieder im Kopf behalten. Wir dürfen da nie aufgeben. Das ist ganz wichtig. Auch wenn ich jetzt über diese Dinge hier so spreche, als wenn sie morgen passieren oder in der Nacht. Wir haben immer noch eine Chance, bis zur letzten Sekunde. Nicht? Das ist nach dem einfachen Motto, das sage ich immer jedem, der mir immer gleich irgendwie mit Aufgeben kommt. Oh, das schaffen wir sowieso nicht. Ach nee, ach, das hat doch gar keinen Sinn, wenn du das jetzt machst, weil, das sage ich immer, bau dir doch keine eigenen Barrieren auf. Schadet doch nur, das vergeudet Energie. Ja? Wer nicht kämpft, hat schon verloren. Ja? Wer kämpft, kann verlieren. Ja? Das ist so. Aber gut, wenn du auch gar nicht kämpfst, ja, dann hast du überhaupt keine Chance. Deswegen bin ich da eigentlich so der Ansicht, dass man das ruhig tun sollte. Dafür sind wir ja auch ausgerüstet, dass wir das können. Ich meine jetzt nicht gewalttätige Auseinandersetzung, sondern ich meine so ein bisschen, hier haben wir es doch ein bisschen im Kopf und im Herzen. Ja? Oder? Haben wir es doch, oder? Haben wir uns doch gegenseitig unterstützen, wo es nur irgendwie geht. Natürlich müssen wir auch ein bisschen gut miteinander umgehen, zu lernen und eben nicht nur an sein eigenes, an seine eigenen Vorteile denken, sondern auch mal eben das Gemeinsame sehen und das Gemeinsame in den Vordergrund schieben. Gell? Okay. Gut, es gibt hier eine ganze Menge Aktivitäten, hier zum Beispiel innerhalb des Systems, wie beispielsweise bei abgeordnetenwatch.de, ja. Und die machen jetzt hier auch Petitionen und dies und machen was. Und okay, das kann man natürlich mitmachen. Keine Frage, man sollte alles tun, was man irgendwie kann, um den Leuten klarzumachen, dass wir das nicht mittragen, gell? Was dort geschieht, dass wir das nicht wollen. Ne? Ja, also das ist vielleicht mal dazu. Und jetzt hier kommt natürlich Folgendes noch. Das hatte ich vorhin schon gesagt. EU-Sondersteuer, Bargeld soll künftig besteuert werden. Da können wir ja auch nochmal kurz eben reinschauen. Mach ich mal auf. Kam hier beim COP online. Da steht, es ist bekannt, dass die EU Bargeld schrittweise abschaffen will. Ja. Warum? Wissen wir alle. Ne? Der Druck auf die Bürger wird derzeit von zwei Seiten aufgebaut und die ersten EU-Staaten haben nach Absprache mit Brüssel schon angekündigt, Bargeld schon bald zu besteuern. Klingelingeling. In aller Stille und von der Bevölkerung unbemerkt werden überall in Europa Vorbereitungen getroffen, um Bargeld weitgehend abzuschaffen. So fand am 12. Oktober 2012 im Frankfurter Marriott Hotel Frankfurt. Warte mal, das kommt mir doch irgendwie bekannt vor. Klingelingeling. Fängt mit einem großen R an, hört mit dem kleinen D auf. Naja, das war der letzte Name. Ne? Vorher hat es anders gewesen. Okay, also Marriott Hotel. Ein Bargeld-Symposium der Deutschen Bundesbank statt. Ach, hoppla. Die Veranstaltung wurde vom Präsidenten der Deutschen Bundesbank, Jens Weidmann, sowie dem Vorstandsmitglied Karl-Ludwig Thiele eröffnet. Daneben traten als Redner hochrangige Vertreter aus der Kreditwirtschaft und dem öffentlichen Bereich auf. Nicht alles eine Gang. Michael Kemmer. Hauptgeschäftsführer, Mitglied des Vorstandes Bundesverband Deutscher Banken, sagte, die digitale Gesellschaft von heute und morgen wird die bewährten Zahlungsverfahren auf den Prüfstand stellen und früher oder später auch das Bargeld in Bedrängnis bringen. Ja. Die Teilnehmer sprachen über die Abschaffung des Bargelds und kaum ein Journalist berichtete darüber. Doch noch wichtiger sind Entscheidungen, die in Brüssel getroffen werden. Sie kosten jeden, der künftig mit Bargeld bezahlen will, bares Geld. Okay, ja,
Habt ihr jetzt noch Fragen dazu? Ist doch lustig, oder? Ja, ich muss das immer so sagen. Also ich finde das immer ganz klasse. So, und haben wir noch hier, was haben wir hier? Naja, okay, Wahlalternative 2013 soll sich da gegründet haben. Hier steht das, alle wichtigen Gegner der Euro-Rettungspolitik machen mit. Zum Beispiel die Kläger vor dem Bundesverfassungsgericht Joachim Starbatti, Dieter Spätmann, Karl Albrecht Schachtschneider, Hans Olaf Henkel, viele angesehene Wirtschaftsprofessoren, darunter Ulrich Blum, Charles Blancard, Bernd Lucke, Stefan Homburg, Gernot Gutmann, Jörn Kruse, Peter Oberender, Journalisten, Ärzte, Mittelständler, frühere Politiker und schon über 6000 andere Bürger. Diese Gruppe muss sich jetzt schnell wachsen, damit die Politik in Bewegung kommt. Tragen auch Sie sich als Unterstützer der Wahlalternative 2013 ein. Kostet nichts, verpflichtet zu nichts. Aber Sie sagen laut und deutlich, Schluss mit den Milliardenzahlungen, Schluss mit dem Gelddrucken durch die EZB. Die druckt kein Geld. Leutchen! Sie kapieren das nicht. Es wird gar kein, ja, es wird auch Geld gedruckt, aber die Masse des Geldes entsteht nur am Computer. Nur in Form von digitalen Zahlen. Von Impulsen. Mehr ist das nicht. Heiße Luft, allenfalls. Und das deshalb nur heiß, weil diese Gerätschaften eben noch mit so einem, ja, mit so einem Netzteil arbeiten. Das wird warm. Sonst wäre die Luft auch kalt, eiseskalt. Gut, ich meine, okay, Hauptsache die Leutchen wachen auf und dann könnt ihr sowas da auch reinschreiben, nur bitte diese Doofheit, Geld gedruckt, wird nirgendwo mehr gedruckt. Im Gegenteil, das wollen sie abschaffen. Das Bargeld. Okay, also mit Drucken ist da nichts. Also Vorsicht, Drucker, ihr verliert ein Riesengeschäft. Ihr solltet euch auch mal vielleicht hier einschalten und das nicht so einfach geschehen lassen. Ne? Auch euch wird der Hals jetzt demnächst zugeschnürt. Und das ist das Thema der heutigen Sendung. Nämlich wird die Schlinge jetzt zugezogen. Wie weit sind die Dims mit ihren Überlegungen gekommen? Wollen sie uns jetzt den Garaus machen? Im Oktober? Könnte sein, wenn sie gezwungen sind. Angenommen, die Wahlen laufen nicht so in den USA, wie sie sich das vorstellen. Dann haben sie immer noch die Option, den Knopf zu drücken. Ja, was meint ihr denn, für wen die NATO arbeitet? Die wird zwar von den Bürgern, also von den Menschen in den jeweiligen Nationen bezahlt, ne? Beziehungsweise lebt auf Kredit, ne? Der Bankster muss Zinsen zahlen, ja, muss man einen Schluck Tee trinken. Oder, wie ist das? Ich habe da schon mal, ich habe sogar ein Bildchen gemacht dazu. Das bringe ich dann nachher später nochmal in das Video dann hier, ja, an dem Punkt, hoffentlich, gelingt mir das. Das ist die Privatarmee von Rothschild, die NATO, falls euch das noch nicht aufgefallen sein sollte. Denn diesen nur in einem interessiert, dieser Rothschild, ist ein Teil dieser DIMS-Gruppe, aber eine recht einflussreiche Gruppierung. Ist ja auch nicht nur einer, es ist eine ganze Sippschaft aus verschiedensten Ecken und Enden, die überall drin stecken. Die haben nur eins im Sinn, nämlich ihre neue Weltordnung umzusetzen, koste es, was es wolle. Und Menschenleben, ja, Entschuldigung, ja, das geht denen doch hinten rüber. Ja. Für die sind wir allenfalls, ja, lästiges Viechzeug. Ja. Ja, so wie Prinz Charles. Ja, das ist der Sohn von Queen Elizabeth. Der sagt immer schon, furchtbar. Ne? Und der Ehemann von Queen Elizabeth. Wenn er nochmal wiedergeboren würde, käme er als Bacillus auf der Welt, die alle hinstreckt. Ja, Viechzeug. Ja. Okay, also solche Leutchen, ja, die sehen dich gar nicht so, wie du dich selbst siehst. Nämlich als Mensch, als ebenbürtig, als schützenswert. Ne? Also die schützen dann vielleicht lieber ihren, was weiß ich, ja, Rehpinscher. Ja? Nichts gegen Rehpinscher. Ja? Und das fällt mir gerade so ein. Oder die Hunde der Queen Elizabeth. Wenn der diesen Film 2012 mal gesehen hat, wo es dann da nachher dazu geht, dass die alle da in diese riesengroßen Schiffe
einverladen werden. Da sieht man dann ja die Queen, ja, zumindest ein Teil davon. Und wichtig waren die Corgis. Die Corgis, ne, zwei Hunde. Ne. Also die Hunde sind wichtig, aber die Menschen mit der Kanone, ne, weg mit dem Korbzeug, oder? Ich sag das mal so. Und das ist kein Scherz. Wenn es ein Scherz wäre, solche Scherze würde ich eigentlich gar nicht machen. Leider ist das die bittere Wahrheit und deswegen müssen wir jederzeit damit rechnen. Ja? Der Frage, wann passiert ist, dass es jetzt passiert, weil wir sind nämlich jetzt an diesem Schnittpunkt zwischen Oktober, wir sind ja schon Mitte Oktober, in zwei Tagen fängt der Shakeout an, da in den USA. Viele sagen, das ist eigentlich nur eine Übung, um so viele Leute wie möglich zusammenzukriegen und die schon daran zu gewöhnen, dass sie dann demnächst in die FEMA-Busse und FEMA-Züge und was weiß ich, FEMA-Camps einsteigen, ohne zu murren und das als Teil der Übung sehen. Über 11 Millionen sollen es werden. Tja. Und das sind die Leute, die, ja, die laufen da einfach hin. Ne? Ich hatte diese Geschichte, dieses kleine Märchen erzählt am Anfang der letzten Sendung vom Samstag mit diesem sehr reichen Menschen, der besonders seltene Tiere einfangen wollte. Da weißt du ganz genau, wie es läuft. Ne? Werden gelockt, ja? Werden ihnen erzählt, wie wichtig das ist und wie wichtig sie sind, wenn sie daran teilnehmen. Kommen sie auch alle und glauben das alle. Ja, dann zieht sich die Schlinge zu. Gleichzeitig wird auf allen Fronten gekämpft. Das wird ja auch vermutet und das ist auch noch ein wichtiger Punkt, den wir vielleicht noch am Donnerstag vertiefen können oder sollten, weil dann haben wir ja den Tag, das ist der 10., wo dieses Shakeout passiert. Was denn da eventuell sonst noch eben auf uns zukommt aus unserer nächsten Umgebung? Und du brauchst dir bloß angucken, was im Moment wieder erdbebenmäßig los ist, weil gerade hier wieder in Süditalien 4,8 gerade eben ein Erdbeben. Vorhin waren großes Erdbeben in Japan, 5,9. Also es rumort da jetzt im Moment schon wieder. Es ist also durchaus denkbar. Denn die FEMA, die sucht nicht irgendein Datum aus. Das hat immer irgendeine Bewandtnis damit. Auch die Zahl 11 Millionen, die sie angegeben haben und auch propagiert haben in den Matrix-Medien in den USA, die hat natürlich eine Bewandtnis, weil diese ja Illuminati-Leutchen, Freimaurer, wie auch immer, okkult sind. Sie haben also die Arbeit mit okkulten, mit einer okkulten Sprache, einer geheimen Sprache, die also nur denen etwas sagt, die sich darin auskennen und sie arbeiten sehr viel mit der Zahl 11, ja, zum Beispiel und so weiter. Also es hat immer irgendwie auch einen Grund, weshalb etwas stattfindet, wie es stattfinden soll. Da gibt es ja auch den klugen Spruch, in der Politik passiert nichts zufällig. Wer das glaubt, dass das zufällig geschehen ist, der liegt vollkommen daneben. Also wirklich, besonders kann ich da nicht sagen dazu. Ja, und was natürlich ganz deutlich ist, wir haben auch ganz kurz, glaube ich, bei der letzten Sendung mal darüber gesprochen, oder ich glaube, das wollte ich machen und habe es nicht getan, was ganz wichtig ist, die UN, ja, die auch kontrolliert ist eben von den DIMMs, die also gewarnt haben davor, offizielle Warnungen ausgesprochen haben, dass es im nächsten Jahr, also in 2013, eine weltweite Nahrungsmittelkrise geben wird. Eine weltweite Nahrungsmittelkrise. Da geht es also nicht um ein paar Regionen in Afrika, ja, die nahe der Wüste liegen, die, wo die Leute umfallen, wie die Fliegen. Wenn sie nichts mehr zu essen haben, nichts mehr zu trinken, was weiß ich. Es geht hier um eine weltweite Krise. Und da stand im Guardian, im The Guardian und The Observer aus Großbritannien. Und da geht es vor allen Dingen um die, darüber haben wir auch schon häufiger berichtet, über die schlechten Ernten im Bereich eben von Getreide. Ja. Ja, und besondere extreme Wetterbedingungen, die also vorausgesagt werden auch fürs nächste Jahr, die auch schon in diesem Jahr stattgefunden haben. Wir wissen ja, die manipulieren das Wetter mit Chemtrails. Heute wieder unglaublich, was die da für Kurven geflogen sind. Und immer wieder stoßweise Sachen ausbrachten. Immer da, wo Wolken
bereits zusammenhängend entstanden waren, da ließen sie nochmal extra so ein paar Fetzen ab. Und da, wo keine waren, ließen sie das aus. Ne? Also es ist ein System dahinter. Und sehr tief, einer floss sehr, sehr tief. Unmöglich, dass man dort Kondensstreifen erzeugen kann. So. Ja, und dann natürlich das Problem, was wir schon in der ersten Stunde angesprochen haben, die Preise werden explodieren. Auch hier überall las ich das schon, alle möglichen Preise gehen nach oben, die Energiepreise gehen nach oben, um was weiß ich, wie viel Prozent. Wir haben über die GEMA-Gebühren gesprochen, die bis zu 1000% ansteigen für die Veranstalter, ja, in der BRD. Für die Kleinen ist das ein absoluter Killer, die von der Musik leben, weil das können die gar nicht mehr bezahlen, weil sie es nicht auf die Preise umlegen können. Die Leute selbst auch dann weniger zur Verfügung haben, also sowieso schon sparen müssen. Das heißt, wo sollen sie dann noch dieses Geld her erwirtschaften? Und natürlich, wenn es hier dann noch eine bewusste Krise gibt, zum Beispiel über Unruhen in den USA, das führt sofort zu unglaublichen Kursveränderungen an der Wall Street. Alles natürlich in der Tasche von Rothschild. Das wird da alles gemanagt und geleitet. Die stecken ja hinter all diesen ganzen Banken und Institutionen. Das ist dann, wird zwar gesagt, ja, das sind die Märkte, ne, die das diktieren, ne, aber die Märkte gehören ja auch den Rothschilds. Also insofern machen sie das auch selber. Und wenn das erstmal Leuten klar würde, dass das nur eine Handvoll Leutchen ist, die das alles, diese Geschicke der Welt lenken und leiten. Also ich verstehe es manchmal selber nicht, dass die Leute nicht aufwachen. Ich muss das jetzt ehrlich mal zugeben, ja, weil das so offensichtlich ist. Das war also schon fast, sagt, was, das weißt du nicht? Ne? Okay, also das ist wirklich unglaublich. Ja, und die einzige Möglichkeit eben, wie gesagt, was zu unternehmen, und das hatte mir zum Beispiel auch der Tom von dieser Diskothek, die es da in Schopfheim gibt, das Rock-In, ne? Schüttelbunker, weißt du auch, muss ich mal hinschütteln, ne? Solange GEMA noch nicht erhöht wurde. Ne? Sonst macht er vielleicht den Laden dicht. Was wir alle nicht wollen. Der sagte es ganz klar, eigentlich müsste man jeden Freitag, jeden Samstag, jeden Sonntag auf die Straße gehen. Die Leute müssten einfach sagen, das machen wir nicht mit. Und wenn das passieren würde, was hier bei dieser einen Demonstration gewesen war in Lörrach, wo du immerhin 2000 junge Leute auf die Straße gekriegt hast beim Nest, was ich weiß gar nicht, wie viele Einwohner die haben, ja, fast 10% der Einwohner, ne? Oder so ungefähr. Dann würde sich was bewegen. Ich bin nicht unbedingt jetzt ein Vertreter desjenigen, auf die Straße zu gehen. Es wäre eigentlich klüger, es anders zu machen. Aber ob man dann da, wie soll ich sagen, das noch hinkriegen kann, tja, ja, mein lieber Freund. Ja, ich würde sagen, also, das ist die einzige Methode, dass wir alle eben aufstehen. Und unser Recht, unsere Freiheit verteidigen in einer friedlichen Art und Weise. Ja. Jo, also wie gesagt, außerdem kommen natürlich die Imponderabilie dazu, und da sprechen wir Donnerstag mehr darüber nochmal, weil ich gucke mir dann auch nochmal spezifisch diese Informationen dann an. Und wenn ihr noch Infos dazu habt, schickt es mir bitte zu, können wir die gerne mitdiskutieren, könnt ihr natürlich jetzt auch noch alles mir reinposten. Dass möglicherweise im Oktober eben der Obama als US-Präsident vor die Weltpresse sich stellen soll, um eben anzukündigen, dass es erwartet wird, dass es einen sogenannten Exoplaneten gibt, der hier in unser Sonnensystem hineinkommt und möglicherweise etwas hier bei uns anrichten wird. Das wird gemunkelt, ja, wird erzählt, wird gesagt. Aber ich meine, das wissen wir natürlich alle nicht. Aber ich will es wenigstens erwähnen, ne, dass es nicht überraschend kommt, nicht, dass für den einen oder anderen, der davon noch gar nichts weiß, dass das sein könnte. Und was das für Auswirkungen haben kann, das wissen wir natürlich alle erst, wenn es dann soweit ist. Aber die Mutmaßungen, die Parameter, die möglich sind, werden natürlich ständig diskutiert. Und ständig kommen auch Informationen seitens der Wissenschaft, ne, dass es also wieder hier irgendeine Sichtung gibt. Da gibt es zum Beispiel einen Planeten mit 4 Sonnen, ne, hat man jetzt gesehen. Also wenn es was Neues. Man weiß ja auch nicht mehr, was man glauben kann, was nicht.
Und ob das jetzt ein Hoax ist, also ein Spaß sein wird hier mit dem Obama, dass der sich da, dass der das ja annonciert, wissen wir alle nicht. Ob das dann vielleicht auch wieder eine Sache ist, die nicht stimmt, ja, wenn er das sagt, wissen wir natürlich auch nicht. Also es ist ja ein bisschen kompliziert. Ne? Da also eine ganz genaue Prognose abzugeben, ist mir eigentlich auch nicht möglich. Aber diskutieren tue ich es. Weil ich immer alles noch für möglich halte. Weil wir sehen, ich habe jetzt, wann war das? 2-3 Tage her, habe ich also, war ich draußen, hier bei mir, in Basel, und da war eigentlich ziemlich bewölkt. Ja, das war ziemlich verhangen, der Himmel. Man sah auch, da waren Chemtrails aktiv, man sah auch diese schwer liegenden Wolken, diese Streifen. Und direkt vor der Sonne, es war so um die Mittagszeit, war ein riesengroßer Kreis mit so Regenbogenrand. Ja, und da hatte ich gedacht, das ist ja ungewöhnlich, sowas habe ich noch nie gesehen. Und ich habe das natürlich jetzt gesagt, okay, das sind die Chemtrails schuld, irgendwie sind die da um die Sonne oder um diese Region da geflogen, dass das eben so aussieht jetzt. Wir wissen ja auch, dass dann durch das Ausbringen der Chemtrails im Sonnenlicht das dann also auch so ölig schimmert, weil das ja auch teilweise Ölsubstanzen da drin hat. Und deswegen sieht man da manchmal auch diese sogenannten falschen Regenbögen, die auch die komisch aussehen, weil sie von der Struktur eben nicht so sind, wie wir sie kennen. Von links unten Bogen nach rechts unten oder so, sondern irgendwie quer liegen dann, ja, im sogenannten Wolkenhimmel. Aber das war ein riesengroßer Kreis, der beständig stehen blieb. Und ja, ich habe dann erstmal gesagt, also wenn ich darüber jetzt erzähle, dann werden sie alle verrückt. Ja? Das habe ich das also da nicht gemacht. Bis ich eben ein Video sah aus den USA, wo genau dasselbe Ding sogar noch deutlicher für mich zu sehen war. Und da habe ich gedacht, hoppla, also dann war das keine Einbildung. Das war wirklich, es ist passiert. Und wenn ich das Ding nochmal finde, dieses Video, tue ich es hier nochmal rein. Ich habe mir jetzt leider nicht abgespeichert, glaube ich. Aber ich finde es irgendwie wieder. Genau dieses Ding habe ich auch gesehen. Und da kommen natürlich Kommentare da hinein zu diesem Video, die dann sagst, ja, das ist Planet X oder das ist eben die Auswirkung von Nibiru oder was auch immer. Puh, das Ding ist riesig gewesen und ich weiß nicht, was das wirklich war. Also ich bin wirklich sehr überrascht, das habe ich noch nie vorher bemerkt. Na gut, wie auch immer, es kann also hier eine ganze Menge auf uns zukommen, was wir nicht wissen. Wir wissen ja auch, es wird davon gesprochen, dass es sein könnte, dass wir eben in eine andere Dimension übergehen, und zwar so, dass wir es vielleicht gar nicht irgendwie so ohne weiteres merken. Aber gewisse Dinge kommen uns dann eben anders vor, oder wir nehmen andere Sachen wahr. Oder nur diejenigen, die sich dafür öffnen, nehmen das wahr, andere wieder nicht. Die sagen, du spinnst, ja, und so weiter. Weiß ich auch nicht, wie das abläuft. Ich habe es auch noch vorher noch nie so bewusst erlebt. Ne? Das muss ich ganz ehrlich zugeben. Okay. Ja, ich würde mal sagen, es schadet nicht, wenn wir uns ein bisschen vorbereiten auf all diese Geschichtchen. Denn wenn die uns wirklich hier aushungern wollen und uns fertig machen wollen, dann sollten wir doch wenigstens mal irgendwie anschauen. Hey, ja, hier schreibt einer, Detlef, also im Chat hier, du hattest auf deiner YouTube-Seite ein Video, wo so ein Nibiru-Hallo gezeigt hat, das Video scheinend gelöscht zu sein. Richtig, das stimmt. Ich hatte mir das, glaube ich, doch abgespeichert. Ach, ist das gelöscht worden? Das habe ich gar nicht gecheckt, siehste? Muss ich nochmal gucken. Vielleicht finde ich es trotzdem. Ja. Ja, die sind ja schnell dabei. Die wollen natürlich nicht, dass wir das alles mitkriegen. Denn wovor sie Angst haben, ist, dass wir eben dann, die wollen ja am liebsten, dass in dieser Krise und Katastrophe dann alle gefügig das tun, was die Regierung oder die Regierung gönnen, weltweit wollen. Und wenn er das natürlich ausspricht, ist das nicht, ach ja, übrigens, der Flieger, jetzt kommt der Planet X vorbeigeflogen. Nein, was er dann natürlich vorhat, dieser Obama als Sprecher der Welt dann sozusagen, ist ja auch noch Boss von der UNO, vom Sicherheitsrat, dass er dann nämlich gleich ankündigt, ja, bei der Gelegenheit sage ich auch, wir setzen alle Wahlen aus, ne, und gleichzeitig wird Kriegsrecht ausgerufen. Übrigens gleich weltweit. Ne. Und das könnte die Folge sein, dass wenn ein Kriegsrecht ausgesprochen wird, auf weltweiter Basis,
bedeutet das Aussetzung sämtlicher Verfassungen, sämtlicher Grundrechte, sämtlicher Menschenrechte, alles, was man sich nur vorstellen kann, die ja nicht für uns Menschen gedacht sind, die Gesetze, sondern für die Regierung, dass sie sich daran halten. Und wir dürfen es dann einfach nur mal einklagen, dass sie sich daran halten. Versteht ihr? Wenn die das außer Kraft setzen, hoppala, dann sind wir aber ganz schön am Arm, ne? Oder? Und deswegen haben die da Angst davor, dass wir das eben nicht ernst nehmen oder uns nicht dran halten oder eben dann nicht dem gehorchen. Und dann werden sie wahrscheinlich das mit Waffengewalt versuchen einzufordern. Ne? Das weiß ich nicht. Es sind alles Überlegungen. Davon muss nichts so zutreffen, wie ich es sage. Ich spreche nur meine Gedanken laut aus und das darf ich, weil ich habe Meinungsfreiheit und Ansichten, Äußerungsfreiheit. Ja, die lassen wir auch nicht nehmen. Ja? Okay, also es ist nicht so, dass du so, oh, jetzt kommt doch mal vorbei, sondern das hat immer gleich enorme Konsequenzen. Deswegen so eine Bekanntgabe, das führt zu einem vollkommenen Terror und zu einer kompletten Tyrannei und Diktatur, oder? Okay. Das dürfen wir nicht vergessen. Und dann ist auch mit dem Internet, wenn du freien Internet Feierabend. Deswegen, also sichert euch die Informationen. Wie gesagt, ich bettele nicht drum, aber ihr könnt gerne bei mir die DVDs und CDs hier von meinen Sendungen haben. Ihr helft mir da ein bisschen mit, wenn ihr mir ein paar Kröten dazu schickt. Das wäre cool, da könnt ihr übrigens nachschauen. Macht den Link da auch nochmal rein. Da. Dann presse ich euch diese Informationen direkt hier im Original auf eine Scheibe. Ja? Okay, das noch so am Rande. Ja, wir wissen ja nicht, ob das dann halt am nächsten alles noch zugänglich ist. Ja? Und ihr dürft das auch nicht so sehen, dass ich da, das ist halt auch ein bisschen eine Spende. Ne? So muss man das sehen. Das ist nicht jetzt nur, ja, du kannst CDs für 1 Euro kriegen draußen. Ne? Also ich erbitte mir halt ein bisschen mehr, damit ich ein paar Kosten hier begleichen kann. Ne? Die sitzt mir teilweise auch schon im Nacken hier. Okay. Gut, wie auch immer, jedenfalls, damit müssen wir rechnen. Und wenn sowas passiert, dann sind hier alle anderen, die also überhaupt noch nichts davon mitgekriegt haben, komplett von den Socken. Ne? Das haut dir quasi die Beine unter dem Körper weg. Ne? Da fliegst du hin, weißt nicht, wie es dir geschieht. Und dass irgendetwas passiert, haben wir doch irgendwie im Gefühl, oder? Hä? Haben wir doch irgendwie ein Gefühl. Hier, der Harald, der postet da auch was rein. Ich glaube, das ist vom Harald, ne? Da hier, Planet with 4 Suns found. Also hier dieser Planet mit 4 Sonnen gefunden. Und der macht auch immer da Aufnahmen. Guckt mal bei ihm rein, survivalangel.blog.de. Da kann man mal einiges finden. Und wie gesagt, die Erdbebenlage müssen wir im Auge behalten, denn das gibt immer dann Anzeichen dafür, wenn auch wirklich was von außen auf uns zukommt. Wobei, es gab sehr viele in der Türkei, da konnte man natürlich irgendwie sagen, ja, die machen jetzt die Türken ein bisschen mürbe, ja, wahrscheinlich die Russen mit ihren Habanlagen oder so. Das ist natürlich denkbar. Ne? Vielleicht eine Mischung von allen. Ne? Aber hier in Süditalien ist im Moment wieder eine Menge los. Vor einer halben Stunde 2 Erdbeben, einmal 4,6 und einmal 4,8 gleich aufeinander oder gleichzeitig, ja immer. Das ist so eine Sache, ne? Und wie gesagt, okay. Ja, wie gesagt, ich denke mal, das wird ein Thema jetzt für Donnerstag. Da werden wir dann auch nochmal drüber sprechen, was da so bei rumkommt. Ne? Wobei der Punkt mit diesem Shakeout, das passiert natürlich dann erst später am Abend, also nach der Sendung, weil wegen der Zeitrechnung ist das wahrscheinlich später, aber man weiß es nicht, was alles passiert, ne? Okay. So, ja, also. Gucken wir nochmal, ob hier was von euch drin ist. Und nicht, dass ich euch hier vergesse. Ne? Eure Informationen sind wichtig. Ja. Hier hat schon einer diesen Link reingepostet zum EMSC, csem.org. Das ist der Erdbeben-Link. Jawohl, richtig. Klasse. Okay. Ja, also das wurde da besprochen. Ja, wir können aber noch mal so ein bisschen reinschauen, was sonst noch so los ist. Hier zum Beispiel, ne, jetzt wird mit allen Mitteln gekämpft. FDP-Politiker beleidigt Stuttgart 21 Gegner. Das seien alles gefrostete Weiber mit ungepflegten Haaren.
Wo haben wir das denn gefunden hier? Mein lieber Freund, beim Handelsblatt, das Handelsblatt, ja? Ein Herr Michael Marquardt, FDP-Politiker, gibt es hier eigentlich noch die FDP da in der BRD? Ich dachte, die sind schon weg vom Fenster. Okay, also der wettert da kräftig gegen Stuttgart 21, Gegner, ne, weil verliert doch seine Fälle da, er hat doch so viel da zu verlieren, da kriegt er doch seine Korruptionsgelder nicht, ne? Da werden die sich auch mit Händen und Füßen, diese Korruptionspolitiker da überall, nicht? Vor allen Dingen hier im Bundestag, Deutsche Bundestag, das ist BRD, ne? Das gehört zu dieser illegalen Regierung, die da laut Bundesverfassungsgericht sitzt. Ne? Die wollen sich doch nicht da vom Platz hauen lassen. Die wollen doch hier da weiter ihre Kohlen kassieren. Müssen auch leben. Ne? Ja. Er sei entsetzt, schreibt er hier weiter. Was ich beim Besuch der Bundeskanzlerin abgespielt habe, die sei eine Schande für Stuttgart. Sprechchöre mit Merkel-Schlampe oder noch schlimmeren Parolen hätten mit dem Demonstrationsrecht nichts zu tun. Nee, Demonstranten müssen erstmal 10-seitige Fragebögen ausfüllen und Anforderungen erfüllen, bevor sie überhaupt an den Gedanken haben dürfen, eine Demonstration teilzunehmen, dann muss es überhaupt erstmal genehmigt werden. Und die Politik genehmigt sowas demnächst nicht mehr. Schon gar nicht von der CDU. Aber das hatten wir übrigens vorgespielt, das letzte Mal hier in der Sendung, der Versklavung entrinnen. Ne? Das ist das Video dazu. Könnt ihr es hören? Ne? Habe ich das eingespielt, aber nicht das Ganze. Komm, das wäre ja, ja. Nur ein Teil, sonst, ne. Das wurde immer schlimmer und immer lauter, ne. Hättest du mich ja gar nicht mehr verstehen können, ne. Ah, je, yeah, Leutchen, Leutchen. Es ist schon gewaltig, was da abgeht, oder? Gar nicht schlecht. Die Politiker, Mensch, schüttet uns doch nicht unsere Einkommensquellen zu hier. Kommen wir denn hier hin? Mann, oh Mann. Und hier, die Bundesagentur für Arbeit hat noch nicht genügend Leute in Hartz IV untergebracht. Sie suchen jetzt nach Fachkräften in Krisenländern. Da werden jetzt extra Ausschreibungen gemacht, Werbungen gemacht. Kommt zu uns, hier kriegt ihr Hartz IV umsonst. Ja. Und alle, wir knebeln und knechten und versklaven euch und sanktionieren euch. Bei uns in der BRD sanktionieren wir am besten. Kommt zu uns. Ach ja, und jetzt neuer Einsatz für die BRD-Bundeswehr-Söldnertruppe. Die sollen nämlich Al-Qaida in Mali bekämpfen. Also jetzt gegen den CIA in Mali vorgehen. Ja, unglaublich. Ne? Oder? Aber ich hatte da noch irgendwo hier was gefunden. Hier schreibt mir jemand, ein aufgewachter Soldat. Ne, passt ja gerade. Hallo Detlef, du machst eine super Sendung, weiter so. Wollte dir nur mal sagen, dass ich als Soldat der Bundeswehr erschrocken war, als ich erfahren habe, was die BRD wirklich ist. Ich war 10 Jahre einer Lüge gefolgt, bin aber froh, erwacht zu sein. Ich bin sehr tief in der Matrix drin und bin sehr erstaunt, wie tief das alles geht. Als Soldat, in Klammern Söldner, habe ich geschworen, der Bundesrepublik Deutschland treu zu dienen und das Recht und die Freiheit des deutschen Volkes tapfer zu verteidigen. Ich habe mich immer gefragt, warum ich nicht dem deutschen Volke die Treue geschworen habe. Jetzt weiß ich es. Ich sehe mich jetzt dazu berufen, das Recht und die Freiheit des deutschen Volkes tapfer zu verteidigen. Nicht mit der Waffe, sondern mit Taten und Worten. Seitdem ich in Afghanistan und in anderen Einsätzen der Bundeswehr war, weiß ich, dass Gewalt und Krieg nie eine Lösung sein kann. Ich appelliere an alle Menschen, gegen das System aufzubegehren. Schließt euch zusammen, geht in Gruppen auf die Ämter und Behörden. Ihr habt nach Artikel 20 Absatz 4 Grundgesetz, auch wenn es nicht gilt, das Recht auf Widerstand. Nutzt diese Macht. Polizei und Soldaten haben zum größten Teil keine Ahnung oder keine Wahl. Doch auf Gewalt sind sie geeicht und darauf antworten sie auch. Deswegen keine Gewalt.
Das ist der Schlüssel. Der Frieden in der Welt geht von Deutschland aus, deswegen wird das deutsche Volk auch so geknechtet und versklavt. Lasst uns die Welt von den Dims befreien. Viele Grüße, ein aufgewachter Soldat. Tja. Okay. Ja. Was will man machen? Ja, mein lieber Freund. Die angebliche Beliebtheit von Angela Merkel, Rede vom 12.10.2012, Wahlkampf Stuttgart. Frau Merkel wurde in Stuttgart mit ihrer Politikerin Dominität konfrontiert. Ihr wurde bei ihrer Rede öffentlich gezeigt, was sie und ihresgleichen sind. Lügenpack und hau ab und bla bla bla, Schwätzer und so weiter. Ja, das ist der Widerstand, der auch mal vor dem Reichstag in Berlin angesagt wäre. Danke an die mutigen Stuttgarter, schreibt hier jemand. Jawohl. So, jetzt haben wir hier, hallo Detlef, noch was zu den Demonstrationen. Was glaubt ihr, was mit den Indianern passiert wäre, wenn sie demonstriert hätten? Wahrscheinlich hätten sie die noch eher ausgerottet. Vergesst Demonstrationen. Ja, sicher, das ist ein Hinweis, den ich auch immer wieder bringe. Auf die Straße zu gehen hat die Risiken, sich mit der Gewalt auseinandersetzen zu müssen, die das Gewaltmonopol zurzeit haben. Ja. Und die haben nur einen Auftrag, das Volk niederzumachen und die Mächtigen und Reichen und Schönen zu schützen. Das ist deren Auftrag. Und das mit jeder Eskalationsmöglichkeit, die man sich nur vorstellen kann. Demnächst auch mit Panzern. Wenn die Bundeswehr im Inneren eingesetzt werden kann, das darf sie jetzt, muss man auch damit rechnen. Gell? Das ist ganz wichtig. Eine wichtige Information. Ich glaube auch, dass wir da noch etwas cleverere Methoden finden müssen. Und das ist mit zivilem Ungehorsam durchaus machbar. Alles friedlich, alles rechtlich, einwandfrei. So. Und zu nichts anderem kann ich raten. Würde ich auch nicht. Hier kommt noch was anderes. Dunkles Dreieck letztes Jahr in der Sonne gesichtet. Es wurde letztes Jahr ein dunkles Dreieck in der Sonne gesichtet. Dr. Dieter Bröers hatte keine Erklärung dazu, spekuliert aber, dass dies ein Sonnentor in eine andere Dimension sein kann und sprach bei seinem letzten Vortrag auf YouTube Kulturstudio davon, dass viele Kulturen Sonnengötter angebetet haben. Hier schließt er einen Zusammenhang nicht aus. Hoffe, dass ich dies so richtig weitergegeben habe. Wie immer, liebe Grüße auch an alle Aufwachenden von Lucky. Ja, Lucky. Gut. Ja, das kann sein. Schauen wir mal. Vielleicht haben wir noch mehr Möglichkeit, das am Donnerstag nochmal zu betrachten, weil wenn das stimmt, was ich vorangehend mal erwähnt habe, dass hier einer ja gesagt hat, inzwischen werden alle 18 Tage, ändert sich was, kann ja auch noch sein, das haben wir ja mal im Maya-Kalender diskutiert, dass der so aufgebaut ist, dass es zum Schluss die Zeit immer schneller läuft oder eben die Fülle von Ereignissen in derselben Zeit anwächst, je nachdem, wie man das jetzt sieht. Dann kann es also sein, dass das alles noch viel schneller geht und dass wir nachher wirklich das totale Chaos mitkriegen, ja, persönlich, in der ersten Reihe, ne, sozusagen. Wahrscheinlich sind wir deswegen auch auf der Welt hier, um das alles mitzukriegen. Also ich finde es trotzdem alles hochspannend, auch wenn wir vielleicht so einige unangenehme Erfahrungen machen müssen, denke ich, da lohnt sich's, hier dabei zu sein. Wer kann schon nachher sagen, ich war bei 2012 dabei? Ne, oder? Also, das kann nicht jeder. Okay. Aha, hat schon jemand von euch mitbekommen, dass die DB, die Deutsche Bundesbahn, keine Reiseinformationen ab 2013 rausgibt. Gibt's angeblich erst ab 2.1. Aha, siehst du. Ne? Mann, oh Mann. Ist ja unglaublich. Das wusste ich jetzt auch nicht. Habe ich nicht erfahren bis jetzt. Guter Hinweis, mein lieber Freund. Ja, ja. Ey, das ist ja klasse. Ja, das kann also noch eine Menge Spaß geben, Leutchen. Und mal sehen, ob wir den vertragen können. Ne? Aber wir sind hart gesotten hier bei Fake News, oder? Also, Bundeswehr abt alle CIA da jagen in Mali. Oder umgekehrt, die CIA wird euch jagen in Mali. Ne? Denn dafür ist sie da. Oder? Okay. So, was haben wir noch hier? Ja, das mit diesem Geldströmen. Ne? Da gab es auch noch ein Video, das dann noch vielleicht ein paar letzte Worte dazu. Habe ich auch übrigens als Link, glaube ich, gepostet, weiß nicht, auf meiner Seite mywitness.wordpress.com, wo ihr nachher auch den Link
zur Sendung, zur Aufzeichnung findet, von dem Video, was ich da noch machen will. Zur heutigen Sendung, dass da auch nochmal kurz, in kurzen Worten eindrücklich geschildert wird, dass diese ganze Kohle, ne, die nicht gedruckt wird von der EZB, sondern das sind einfach Computer. Da schreibt einfach einer, so, mach du da, wenn du einen Computer hast, ne, mach mal eine 1, ne, auf so einem Excel-Blatt oder auf irgendeiner Kalkulation, dann schreibt man eine 1 drauf und ganz viele Nullen. Endlos. Brauchst einfach den Zeigefinger nur auf dem Nullzeichen stehen lassen und rattert da eine Null nach der anderen rein. So machen die das Geld. Nicht anders. Ja, Leute, die wachen. Aufwachen. Da wird nichts gedruckt. Ihr lieben Druckereien, die ihr bis jetzt irgendwie gedruckt habt für irgendwelche Geldscheinchen, das ist bald zu Ende. Klingelingeling. Da mache ich jetzt nochmal hier unseren Hahn. Okay. Ja, aufwachen. Da gibt's nichts mehr zu drucken. Das wird alles nur am Computer gemacht. Und diese Sachen wurden dann nach Griechenland angeblich transferiert, ne, mittels Computer, ne, online oder über Satellit. Und wurde sofort wieder zurücküberwiesen aus Griechenland. Wohin? Zu den Bankern. Das ist nie in Griechenland wirklich geblieben. Es ist da vielleicht mal drüber gewandert über einen griechischen Computer. Ne, aber ist sofort wieder zurückgeschickt worden. Die Bevölkerung oder ja, wir haben davon nichts gesehen. Also denen geht schlimmer als vorher. Ne? Das muss man nur noch mal wissen. Das heißt, irgendwie habe ich das Gefühl, die Schlinge zieht sich immer weiter zu. Ne? Die Frage, ob genug Leute aufwachen, dass wir dieser Schlinge noch rechtzeitig entfliehen können. Schauen wir es mal an. Ja, Leutchen, wir werden sehen. Also, nächste Sendung ist am Donnerstag dieser Woche. Am 18.10., dem Tag des Shakeout. Ne? Von der FEMA, ganz cool, ne? Ab ins FEMA Camp, ne? Ferien im FEMA Konzentrationslager. Schauen wir mal, was da noch wird. Bin ich klasse, dass ihr zugehört habt. Ich spiele gleich die Wiederholung ein. Ne? Bleibt dran, wer es noch nicht gehört haben sollte oder wer es sich nochmal anhören will, kommt gleich. Wir hören jetzt ausgangs noch ein schönes Lied, ja, und zwar This Place is Haunted. Und er hatte mir da noch eine Nachricht gelassen, die spielen wir, die lese ich nächstes Mal vor. Donnerstag, habe ich nicht mehr geschafft. Okay, aber This Place is Haunted by Roland. Ja, und dann in der Pause machen wir nochmal Crack Rocks Deutschland, ja, bis die Wiederholung eingespielt ist. Bis dann, ist der Delle von Wake News Radio. Bis Donnerstag, alle bitte einschalten. 16 bis 18 Uhr live bei Wake News Radio. Wake News Radio für alle, die aufwachen wollen. Ohne Blatt vor dem Mund werden die Machenschaften der Dims und der Cracks, der dunklen Kräfte hinter den Kulissen dargestellt, diskutiert und die Verschwörungspraxis aufgedeckt. Jeden Dienstag und Donnerstag von 16 bis 18 Uhr für europäische Zeit hereinhören. Mehr unter wakenews.net. Strange shadows on the wall are voices which call. This place is haunted. How did I come here? Here's no Bob's jumping through the room. A witch lies on a broom. This place is haunted. I'm searching the way out through the clouds. Thank you.
that's butting under the roof. They're putting in the truth. This place is haunted. Thank you.